Hallo. 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 Ja. Hallo, Hallo. hört ihr mich? Ja. Ja. Hallo. So. Hallo. 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 So. Hallo. Hallo. So. So, guten Abend. Hallo. Hallo. Bin ich zu hören? Ja. 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 Gut. Ja. Ja. Gut. Heike ist schon fleißig. Ich wurschtel auseinander. Andrea auch, er wurschtelt auseinander. Ja. Du am Ribbeln. Ich will was anderes anfangen. Beschäftigung für die Finger. Da hat mir die Marion Kemper diese Woche ein witziges Bild geschickt über Zoom-Meetings, was man alles machen kann. Also die Frauen, die Teilnehmer freuen sich, hurra, wir sind multitaskingfähig. Wir können stricken und gleichzeitig quasseln und wir können auch ribbeln. Also als Folge von allem. Gut. So, wie war eure Woche? Wart ihr fleißig? So, würde ich mal sagen. Dann zeig. Ich habe jetzt hier was angefangen. Na, komm schon. Raglan von oben, Wuchtenpolunder mit Kreuzstäbchen. Könnt ihr sehen? Ja. Ja. All. Du musst versprechen, Und Ulrike, von da hinten, und der dass die Rückseite, Kamera bei ne? dir bleibt, ja? Ja, und die Rückseite und dann halt eben die Raglan-Schräge da rein. Genau. Kannst du es ein bisschen weiter von der Kamera noch weghalten, So? dass wir es noch im Gesamten sehen? So? Ja, noch Ach weiter, so. gerne noch weiter, wenn es geht. Ja. Und jetzt noch sprechen. Genau, also wie gesagt, das ist jetzt Wuchtenpolunder und halt eben RVO von Raglan von oben. Und ich finde auch, es ist eine sehr schöne Raglan-Linie drin. Soweit bin ich, ja. Ja, die So. wollte ich auch gerade sagen, hat eine schöne Raglan-Linie, ja. Habe dann auch schon wieder ein paar Mal dran ribbeln dürfen, wegen meiner Augen. Dann habe ich dann die Kreuzstäbchen nochmal zwischen die zwei Kreuzstäbchen gemacht. Ah, ribbel, ribbel, ribbel. Ja. Aber es geht voran. Und wird ein Sommer top, oder? Also ich sag mal, nee, eigentlich weniger, weil es ist ein dickeres Garn. Dass man als Polunder halt eben für den Herbst oder so anziehen kann. Ja. Aber könnte man jetzt, sag ich mal, mit einem Baumwollgarn oder so, könnte man es auch gut für den Sommer benutzen. Ja. Aber Wenn ich das ist jetzt echt schon eine dickere Wolle. Jetzt frech sein soll, du hast jetzt die Vorder- und die Rückseite gezeigt, da hätte ich jetzt gern noch die Innenseite. Aber natürlich. Natürlich, Dominik. Wir wollen Einmal das jetzt so. ausbreiten. Und, oh ja, kann ich auch. So. Ich weiß nicht, ob ihr das dann jetzt so seht. Dann schiebe ich das langsam hoch. So. Und so. Und da ist das Ende. Einverstanden, Dominik? Sehr gut. Sehr gut, danke schön. Du Ja. hast noch kein Bild. Ich habe kein Bild. Nee, du bist Nee. ohne Bild. Bist Du bist inkognito. inkognito. Oh ja, vielleicht mache ich das absichtlich so. Ja, Da steht genau. aber groß dran, wer Man weiß inkognito es ja ist. nicht, ne?
Wer sein Bild nicht zeigt, darf auch keine Innenseiten anfordern. Ja, zu spät. Hätte vorher sagen müssen. Ja. Dann hängt die da rum und kriegt die untere auf. Das ist doch zum Verrücktwerden hier. Aber Was mach denn? dir weit, ich komme. Warte, bin schon da. Bin Du schon schaffst da. es. Du schaffst es. Ja, Perfekt. Da ist er. Und dann hatte ich auch noch ein Lob gemacht. Kann ich ja gleich zwischendurch mal holen. Mit so einer Blätterkante. Für uns. Ich gehe es mal eben holen, ja? Ja. Die Elke kann uns derweil ehren. Habe ich Paisley-Tuch gesehen? Ja, es wird, es wird, es wird. Sehr schön. Aber es dauert und dauert und dauert. Aber ich Was? habe zum Geburtstag eine schöne Schachtel bekommen. Und die Farben, die sind so genial, finde ich. Da passt dann schön mein Strickzeug Ja. so. Eine Projektschachtel. Genau, Projektschachtel. Also es Schön. ist auch nicht mehr viel. Dann habe ich die ersten beiden Knäuel verbraucht. Na, Jetzt stehen Elke, sie dann hinten. herzlichen Glückwunsch nachträglich. Danke, Ja. danke. Genau, ja. Elke, wann hattest du den Geburtstag? Im Märzen der Bauer die Rösslein anspannt. Im März. Am 17. Erdrot. Aber Erzähl bitte. der Marion können wir noch gratulieren. Die hatte, wenn ich mich jetzt nicht vertue, gestern. Oh, dann Ja. herzlichen Gratuliere. Glückwunsch, Geburtstag. Herzlichen Dankeschön. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, genau. Happy Birthday to To you. you. Happy Naja, übertreiben wollte ich Birthday natürlich to nicht. you. Happy Happy Birthday, Birthday, liebe liebe Marion. Marion. Happy Happy Birthday Birthday to to you. you. Dankeschön. Das ist mir glatt verschenkt eine Masche runtergefallen. Glaube ich, wird uns auch, wenn wir es anhören. Nee, das war schön, aber ich habe nicht damit gerechnet. Dankeschön. Okay. Dabei habe ich extra was Einfaches angefangen. Gut. Ja, ist immer relativ. Ich habe auch gedacht, ich fange noch was Einfaches neben dem Paisley an. Aber die Rosenblätter, die sind auch nicht so einfach. Warum ist meins nur kraus rechts? Ich dachte, da kann man nicht viel verkehrt machen. Da muss man auch gut aufpassen. Elke, ich würde trotzdem noch mal, mir ging das ein bisschen zu schnell mit dem Paisley-Tuch. Würdest du das noch mal einfach in die Kamera halten und sprechen und langsam durchziehen? Okay, ich spreche jetzt und hier läuft mein Paisley-Tuch entlang. Und bald ist die Hälfte geschafft. Sehr schön. Einfach Sehr schön. genial, Sehr ja. schön. Ja. Ja, in Voll allen aus. Farben. Ja. Und dann muss ich eine Babydecke anfangen. Und da habe ich mir gedacht, dann nehme ich die Jahresdeckenmuster zu. Ich weiß aber noch nicht, welche Farben und ich weiß auch noch nicht, welche Wolle. Also muss ich doch noch mal wieder Wolle bestellen, obwohl ich einen Berg Wolle hier zu Hause liegen habe. Also wenn du es, das heißt, du willst es auch in Double Face stricken. Ja. Also wir hatten, die Dominik und ich, wir hatten das auch mal ausprobiert mit der Charity und da wurde es zu schwer. Also das können wir dir schon sagen, dass sich das, da würde die Decke, Dominik, ich glaube bei 750 Gramm sind wir Ja, gelandet. Ja. genau, ja. Und das würde ich jetzt für eine Babydecke nicht empfehlen. Nee, ich wollte auch ein relativ dünnes Garn haben und ein ja, super weiches. Also diesen Schlafsack, den ich mal gestrickt habe, den hatte ich ja mit einer Wolle von Drops Design gestrickt. Und die war auch so super, super weich auch. Aber die ist natürlich viel dicker als, da kann man nicht Double Face mitstricken. Ja. Dominik, hast du schon mit den Herzchen weitergemacht, mit der Silk Socks? Ja, 11 Stück habe ich jetzt. Aha. Ja. Und
Und da haben wir ja ausgerechnet, da hat das die Decke dann so knapp unter 500 Gramm, ne? Genau. Ja. Ich weiß nicht, ob du die Silk Socks kennst. Also ich würde sie als Babydecke empfehlen. Von, Okay. vom, vom Griff her, vom Weichen her. Ich hat eine, ja, ist wie eine Sockenwolle, nur eben mit Seide und mit Stretchanteil, ist eben dann auch gut waschbar, was ja dann auch wichtig ist, ne, für eine Babydecke. Ja. Ja. Aber bei Weiß noch so. nicht, welche Farben ich nehmen soll. Also ich bin ja eigentlich immer ein Typ mehr so für kräftige Farben, aber ich glaube, Pastellfarben sind gewünscht, aber Frag da lieber nochmal nach. Die Mamis sind heutzutage schwer Richtung Grau. Die Ines nickt bedauernd. Ich weiß genau, was du fühlst. ja, das sieht man ja schon an den ganzen Kinderwagen, die heutzutage rumlaufen. Die finde ich Ja. sowas von furchtbar. Mit Ja, diesen riesigen. ich fahre mein Enkelchen in einem tiefschwarzen Kinderwagen rum. Oh Gott. Und ich habe ihn mir nicht ausgesucht, den Kinderwagen, aber ich mache es trotzdem Und gerne. wahrscheinlich noch mit Roségold oder sowas, die. Nein, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Das wurde dann doch, das blieb dann weg. Nee. Oh, Aber es ist eben so, also die meistgekaufte Babywolle von der Charity ist die grau. Und danach ist so ein Steinfarben, ne, was so Richtung Schlamm, hellem Schlamm auch geht. Und ja, also deshalb am besten immer nachfragen. Es ist einfach viel zu schade, wenn ihr so eine ganze Babydecke strickt und die bleibt dann nachher ungenutzt irgendwo liegen, weil sie nicht passt. Es muss ja auch meist immer alles passen. Also ja. Manchmal findet man schier das Baby nicht, weil es in Grau auf der grauen Decke liegt. ja, ich habe schon so gedacht, so ein helles Grau, aber dann irgendwie eine schöne Farbe dazu. Ein fröhliches Grau nehmen. Bitte? Ein fröhliches Grau nehmen. Ja, so genau, so ein ganz zartes, helles. Oder ich hatte auch schon mal überlegt, einfach irgendwie Beige-Töne, weil, aber das gefällt mir auch nicht. Ich habe eine Ja. Decke in Mintgrün gemacht. Ja, Babydecke. Mintgrün ist mir zu, weiß ich nicht. Ich hatte auch schon gedacht, so ein zartes Orange oder so. Vielleicht. Finde Gibt ich. es einen Jungen oder ein Mädchen? Weißt du Ja, das das? weiß ich noch nicht genau. Da muss ich Ah. mal hinterfragen. Gut. Ja, also ich würde einfach empfehlen, hier, es sei denn, du bestehst ganz dringend auf den Überraschungseffekt, die jungen Eltern mit ins Boot zu holen. Ja, Ja, das. also ich werde meine Nachbarin fragen, das ist also meine Nachbarin, die mir immer die Socken strickt. die werde ich fragen, ist nämlich ihre Tochter und die wird mir da schon was sagen können, Genau, ob ich da so genau. richtig liege mit den Farben. Gibt es die Genau. Silk Socks denn in vielen Farben oder ist das Es dann gibt sie in 15 Farben, aber es gibt sie jetzt nicht in so einem hellen Lachs. Das Einzige, es gibt sie eben auch in diesen Steinfarben oder in diesen erdigen Tönen, aber nicht in Pastell. Wo habe ich denn im Katalog? Ja. Ich spreche mal und lasse es mal so durch die warte, ich Kamera muss mal. laufen, damit du hier mal so die Farben siehst. Also wie gesagt, Ja. wir sind hier nicht beim Babyrosa oder Mint, sondern wir sind hier eher bei den Ethnotönen. Ja, dieses zweite von unten ganz links. Ja, das Das ist so helle ein, Grau. ist das auch ein Grauton oder ist das eher so Hier, meinst blau-lila? du das? Das, ja, in Das einem. ist ein helles Grau, ja.
Und dann ist hier das 02, also das allererste, das ist so, geht zu beige. Also beige und Kamel, diese beiden Farben habe ich schon verstrickt, sieht richtig gut aus für eine Babygeschichte. Ja, und wie gesagt, wenn Petrol für die Motive drin darf sein oder Holz, das sieht schon gut aus, aber den Eltern muss es gefallen, habe ich festgestellt. Ja, das ist das Ja, das wäre echt Problem. schade, ne? Wenn es Ja, dann es nicht ist. genutzt wird nachher, ne? Ja, es ist. Es wäre einfach zu schade, ja. Es fällt uns ja manchmal auch selbst schwer zu entscheiden, was uns gefällt. Und dann noch für jemand anderer, das wäre einfach, frag nach und gut, dann bist du Ja. auf der sicheren Seite. Ja. Genau. Also man kann ja, das weißt du ja, ne, bei veronikahuck.com unter Wolle findest du alle Farben von den Qualitäten. Da kann man den Katalog downloaden. Da kannst du alles anschauen und zeigen. Ja, wie gesagt, die Entscheidung fällt noch schwer, aber ich bin ja auch noch ein bisschen hier mit beschäftigt. Ja. Oder wenn du nicht unbedingt Double Face eine Babydecke machen willst, dann kannst du natürlich aus der Charity auch tolle Decken machen. Also. Nee, ich wollte jetzt so Double Face machen. Ich hatte so viele schöne Motive jetzt gesehen mit dieser Jahresdecke. Da weiß ich noch nicht so genau. Ich fand diese Oma im Schaukelstuhl so schön, die man oft gesehen hat. Und Ja. die Heidi war das, ne? Heidi hat. Weiß gar nicht, ob ich meine, die wäre auch schon mal hier. Heidi Die Seibold. Heidi Seibold, genau, die hat die in der Wuli Hacks Gruppe gepostet. Ob sie schon mal hier war, kann ich nicht sagen. Das hat aber auch nichts zu sagen, weil ich mir das ja, ihr wisst, ich kann mir das ja nicht gut merken. Gut. So, Marion, jetzt ging dein Tuch fast unter, was du da vorhin, das ist ein Stufentuch. Ja, das mache ich in Stufen, aber da kommt noch rundherum was dran. Und das ist die Paint Socks. Klar, ich liebe die, weil die immer so schön überraschend ist. Hier haben wir so einen dicken Streifen und einen dünnen Streifen und das ändert sich dann immer wieder. Und das finde ich total klasse. Von Wildern Und im Tuch, wie ne? gesagt, da kommt noch was dran. Es gibt kein Minituch, das wird größer. Wie Du, groß weiß ich noch nicht. Mal gucken, wie weit ich komme. ja. Ja, wenn die Maschenzahl sich eben immer so verändert, ne, da kann man gar nicht abschätzen, wie sich das entwickelt. Nö, auf jeden Fall spannend. Ja, Das stimmt. sieht gut aus. Jetzt auch ganz, ganz einfach kraus rechts gestrickt. Aber dann wollte ich mit der Silk Socks, die passt hier zu, da wollte ich drumherum noch etwas machen. Ich habe da schon eine Idee zu, aber noch nicht so hundertprozentig. Da muss ich auch ein bisschen testen. Dann mache ich mir jetzt keine Sorgen bei dir, da wird dir was einfallen. Ja, nur was ist die Frage? Das Passende. Stell dir vor, wir wissen das jetzt schon, was du da drumrum planst. Dann wisst ihr mehr wie ich. Eben, das wäre auch nicht gut. Ich habe euch ja diese Woche, das habt ihr vielleicht gesehen, war im Newsletter auch drin, zwei Socken eingestellt auf YouTube. Die Anleitung findet ihr auch im Newsletter kostenlos. Es ist einfach nur das Strickmuster für diese Socken oder dieses Muster im 3D-Effekt. Fand ich auch schön, wo ich das gesehen habe. Ja. Ja. Und da wird es ja jetzt noch einige geben. Ich kann euch das für nächste Woche schon mal zeigen. Auch in meinem schönen Strickkorb. Den habe ich euch ja auch schon gezeigt. Ne? Habe ich von meiner Schwester geschenkt bekommen. Und kannst du mal deiner Schwester einen schönen Gruß von mir ausrichten? Ich hätte gerne auch so eine. Ich Ja? auch. Oh. Großbestellung. Genau. Also zur Sache Großbestellung, Andrea, deine Tasse ist gelandet und auch im Einsatz. Vielen Dank. Meine noch nicht. Du hast deine noch nicht? Nein. Nee, ich habe die. Uli Hack.
Nur echt mit zweimal O und zweimal L. Also die bei der Andrea kann man sich melden, Da wenn merkt man. man mal wieder, wer die beste Freundin ist, Andrea, gell? Nein, hat damit nichts zu tun. Du wolltest ja nicht mit mir tauschen und deswegen hat Veronika die Tasse gekriegt. Du musstest auf die Bestellung warten. Ja, habe ich aber gestern gekriegt, die Tassen. Ich schicke die die Woche raus. Vielleicht erst am Freitag, aber. Ja. Also, ich habe hier, es geht auch wieder nur ums Schaftmuster. Mach mal. Oh, Stehe wie ich das stellst du dich da? nicht schon? Kamera 2. Hast du Kamera nicht 2. Kannst du mal probieren, gerade ob man das mit Kamera 2 hinbekomme? gesehen? Ich habe auf jeden Fall, das kann ich euch schon mal erzählen, ich habe den Fehler gemacht und habe das Muster der Dominik schon mal gezeigt. Und dann Ist die hat sie schon ge fertig? Bitte? Jetzt ist die schon fertig. Nein. Na doch nicht. Klappt nicht. Moment. Komm. Kamera 2 geht in Streik. Geht in Streik, genau, wie man so schön kennt. Aber ich glaube, jetzt tut sich was, gell? Ja, 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 ja. aber ist noch nicht. Boah. Komm, jetzt zieht der Korb und das Licht ist nicht gut. So, ich gehe mal mit der Kamera drüber. Und sie muss sich noch scharf stellen. Seht ihr das jetzt? Ja, ist aber nicht Ja. scharf. Komm, stell dich scharf, Liebes. Ja. Ah. Ah, jetzt, Jetzt, gell? nee. Nee, Nee. jetzt kommt's, oder? Ja. 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 Ein So. schönes Muster. Ja, und das habe ich der Dominik gezeigt und dann hat sie gesagt, sie strickt nicht gerne Socken ab Spitze, ob es das Muster auch von oben gibt. Und dann habe ich gesagt, dann müsste man es umdrehen. Aber dann hat es ihr nicht gefallen. So. Also Dominik muss lernen, wie man von unten von der Spitze strickt. Nein, ich hab ihr jetzt, es gibt also sowohl wieder bei zwei Muster, das ist jetzt von oben begonnen und hat den gleichen Effekt, nur dass man eben anders einsticht. Dazu werde ich euch ein Video machen und es wird eben auch wieder im Newsletter kostenlos geben. Das ist eben die Aktionen, die ich jetzt so laufen lasse aufgrund dass Wuli Hacks eben 50.000 Mitglieder jetzt in der Facebook-Gruppe ist und es wird jetzt eben so ein bisschen gefeiert. Ist das die Silk und die Paint Socks? Das ist die Paint Socks, genau. Und Anode der Fuß ist mit den Silk Socks gespickt. Paint? Ah, eben doch. Ja. Einfach, dass man auch mal sieht, wie man das Ganze. Die Marion macht es ja zufällig gerade auch, dass sie die Paint Socks und die Silk Socks kombiniert. Und ja, einfach der Fuß eben. Es geht ja auch gar nicht um den Fuß, ne? Es geht einfach ums Muster, um den Streifenwechsel. Also dieses Blütenmuster hat natürlich den Effekt nur, wenn man mit dem Streifenmuster strickt, ne? Weil die ja, wenn man das über den Farbwechsel legt, dann kommt es eben ganz besonders gut raus. Mit einfarbiger Wolle würde das jetzt nicht gut wirken. Ja. Das Das sind unterhalb beide schön Doppelte. schön. Ja. Ich, was ich auch Gut. toll fand, wo du die blaue Socke gezeigt hast, Ja. wo man dann zwei Runden von hintereinander wegstrickt, fand ich Ja. auch eine tolle Idee, was du da entwickelt hast, dass das ja komplett anders im Grunde genommen aussieht, obwohl man ja nur eine Reihe mehr strickt. Ja, ich kann dir mal sagen, wie ich das entwickelt habe. Das Strickmuster ist ja nicht neu. Das gibt es ja schon, dieses 3D-Muster. Ich wollte es eben einfach mal in der Socke drin haben und habe bei der Strickschrift nicht gelesen, dass man zwei Reihen im gleichen Muster stricken muss und habe dann eben mit der grauen angefangen.
Und mir hat es auch richtig gut gefallen. Ja, das sieht Und auch total schön aus. dann habe ich festgestellt, dass ich das eigentlich falsch gestrickt habe. Ich hätte das müssen eben doppelt stricken. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich eben nochmal das Ganze in Blau. Und dann kann man wählen, was es wird. Also ich möchte gar nicht wissen, wie viele Designs es gibt, die genau so entstehen. Also erstmal macht man was falsch und dann ist es doch ganz, ganz nett geworden, ja. Ja, genau. Das ist wie damals, ne, wo der Höhlenmensch das Fleisch im Feuer gefallen ist, ne? Von da an wurde gegrillt, ne? Genau. Ja. Aber das in dem Grauen sieht das halt eben so aus wie ein Würfel, ne? Es sieht, ja, es kommt eigentlich in beidem. Das Problem ist halt, dass bei dieser hellblauen Socke, dadurch, dass man das Muster eben wiederholt in jeder zweiten Reihe, hat man den Mustersatz nur eineinhalb Mal. Und bei der grauen hat man ihn dreimal und da ist einfach dieser Effekt von diesen Flächen, von dem 3D-Effekt, kann dadurch besser Besser wirken. wirken. Also ich denke, wenn man das wird als ganze Decke stricken, käme das auch super raus. Aber ich finde das trotzdem auch in dem Socken, finde ich das ganz schön. Genau, Mal was und die darum ging es hellblaue. mir mal, dass ich das mal eben im Socken ausprobiere. Und da muss ich sagen, gefällt mir die Silk Sock sehr gut, weil sie schön mustert. Ne? Es mustert ja nicht jedes Garn gleich. Und da finde ich die Silk Sock sehr gut. Lena, du hast die Hand gehalten, hallo? Ja, ich wollte mal fragen, mit diesem grafischen Muster von diesen Socken grauen, ja, kann man theoretisch so Pullover Raglan von oben stricken oder nicht? Oder wird das nicht aussehen oder doch? Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das gut aussieht. Ich würde Ja. bei der Raglan-Zunahmen eine wählen, die ohne Löcher auskommt, Ja. ne? Weil das zu diesem Muster meiner Meinung nach nicht passt. Aber ansonsten kann ich mir das richtig gut vorstellen, ja. Ja. Und kann man auch Raglan mit diesem Blütenmuster, was so sich wechseln, die Farben auch so was stricken, so Pullover oder Raglan von oben? Oder wird das nicht aussehen, weil die müssen wahrscheinlich die Streifen haben, irgendwie kürzer Genau. oder so? Wenn du halt bei diesen Socken hat sich ja jetzt das Muster, die für die grauen Streifen dazwischen Ja. reicht der Streifen für ungefähr 3 bis 4 Runden. Und das braucht es auch, weil man eben 3 Runden tiefer einsticht, ne, für diese Blüten danach her. Ja. Wenn du jetzt das würdest mit der Paint Socks machen, dann hättest du in mancher Runde eventuell sogar nur eine Runde oder zwei in Grau und dann stichst du schon wieder in die rote Farbe ein und da wäre ich mir jetzt nicht sicher, ob das wirkt. Aber du könntest das auf jeden Fall machen, indem du mit zwei Farben abwechselst, ne? Ganz bewusst. Ah, ja. Ja, also mit zwei Farben stricken und dann hast du ja immer den gleichen Abstand. Ich kann theoretisch von Silky Socks zum Beispiel eine Farbe wählen in rosa, zum Beispiel eine andere in grün. Und dann mache ich einen Streifen in grün und einen Streifen in Genau. rosa. Und dann habe ich rosane Blüten und grüne, wie sagen die mal, Ästen oder wie die heißen da, Genau, also so wie genau. Rosenpullover. Ich würde das sagen, Rosenpullover, das könnte man versuchen, dass man diese zwei Farben kombiniert, aber ohne Streifen, sondern diese einheitliche Farben, also zwei Knäuel, einen in rosa zum Beispiel und einen grün, und dann kann man so Pullover stricken und nennen das Rosenpullover. Ja, Würde das überhaupt gehen oder nicht? du meinst vom Muster her? Ja, also wenn ich Ja, zum Beispiel Raglan. das Muster ist teilbar durch vier Ja. Matten. Da kommst du auf jeden Fall schnell ins Muster rein. Ne? Da Ja. wählst du zwischen den Raglan eine ungerade Maschenzahl, damit das Muster rechts und links stets gleich beginnt und aufhört. Und dann kommst du da gut rein. Auf jeden Fall geht das, ja.
Ja, aber dieses Geometrische gefällt mir am meisten, weil das sieht richtig gut aus, so leger und richtig so hat was. Also das erinnert mich irgendwie an diese Fischerpullover oder wie die da heißen. Die Ja. haben ja keine Farben, die haben so Muster, hatte ich zu Hause früher ganz viele gestrickt. Ich Ja. hatte immer da so zum Beispiel so Kreuze, Fische, egal was. Und da war aber wohl einheitliche Farbe, aber da waren mit linken Maschen hat man die Mustern erzeugt. Und dann sah das so schön aus, das sah auf ersten Blick einheitlich aus. Und danach, wenn man so guckte, da waren verschiedene geometrische Figuren. Und die hießen früher oder jetzt auch Fischerpullover oder keine Ahnung, Ja, aber das waren Weltpullover. die haben einen ganz bestimmten Begriff mit G, fängt es an. Ginsei. Ja, genau, Ja, ja, aber danke. ich kann sagen, die haben viele in der ganzen Welt getragen. Also vielleicht sagt man Ginsei, aber ich würde sagen, das ist Pullover von der Welt. Das hat meine Oma vor 100 Jahren auch getragen, obwohl die nicht von Ginsei kommt oder Opa oder keine Ahnung. Also diese Pulloverart, die war schon immer beliebt. Also ich finde es jetzt richtig witzig, man nennt es ja in der Medizin Duplizität der Fälle. Ich habe diese Woche über diese Fischer-Pullis Ginsei eine Dokumentation angeschaut und es war früher so, dass jede Familie ihr eigenes Muster hatte. Tatsächlich auch, dass wenn der Fischer nicht mehr heimkommt und man ihn dann irgendwann angespült findet, dass man aufgrund vom Muster, vom Pulli in der jeweiligen Familie zuordnen kann. Also das fand ich sehr beeindruckend, diese Geschichte hinter solchen gestrickten Fischerpullis, ne? Ja. Und heute Abend wird es im Zoom-Meeting erwähnt, also richtig krass. Ja. Aber die waren schon in der ganzen Welt beliebt, total. Total. Wirklich. Ja. Also ich kann mich erinnern, vor 70, 80 Jahren, da hatte mein Uropa oder Opa, keine Ahnung, die haben alle solche Pullover getragen, obwohl wir nicht auf Ginsei geboren sind oder nicht da gefischt haben. Und also das war schon total beliebt. Und da habe ich mich gewundert, wo ich das gelesen habe, dachte ich mir, wieso haben wir solche Pullover getragen? Konnte ich das nicht erklären. Und die sind bis jetzt überall in der ganzen Welt beliebt, weil das Muster ist einfach und das sieht immer gut aus, ja. Und man kann wirklich verschiedene Sachen da so mit linken Maschen, da muss man auch nicht besonders sich anstrengen. Da Ja. kann man einfach vor dem Fernsehen stricken und man braucht nur linke und rechte Maschen beherrschen. Das war's. Also es lässt sich recht einfach erklären, warum die überall so gestrickt wurden. Es gab ja damals noch nicht so die Mittel zum Färben, ne? Man hat die Wolle verwendet, wie sie vom Schaf gekommen ist. Und da hat ja die Wolle selbst beim Zwirnen hat die schon eine unruhige Struktur gebracht. Und dann hat man das Einzige, was man machen konnte, war noch mit rechten und linken Maschen da ein bisschen ein Muster reinbringen. Aber mit vielen Farben hat man ja früher nicht hantiert, ne? Da war das ja auch Mittel zum Zweck, diese Fischer-Pullis, die sollten ja recht schnell fertig sein, damit man was zum Tragen hat, ne? Also das ist ja ein ganz anderer Aspekt, als wie man heute strickt, ne? Heute strickt man mehr aus modischen Zwecken und damals war es eben wirklich schützend, zum Teil eben auch lebensrettend, wenn die gut, also warm gegeben hatten gut genug, konnte man da eben bei jeder Kälte auch rausgehen. Ja, vor allem die sind bei Männern sehr beliebt, weil die hatten legere Farben und das Muster war nicht so aufdringlich. Und da haben ganz viele getragen. Also ich sag mal auch vor vielen Jahren, selbst vor, ich weiß, dass das vor 60, 70, 80 Jahren hatte ich das gesehen. Da haben die Männer sogar oft selbst gestrickt, ne? Ja. Beim Warten, wenn die Netze wie sagt man, ausgeworfen Ausgeworfen. waren, ja. Ja, und ich würde gerne, also zum Beispiel aus Merino Stretch oder aus dieser schönen weichen Wolle oder Silk Socks,
so Fischerpullover stricken und dieser geometrische Muster an der Socke, das hat mich total erinnert irgendwie an diese Art zu stricken. Und dann dachte ich mir gerade, boah, das wird wahrscheinlich so Klassiker sein, wenn man das Ja, strickt. Das ja. erstmal ist das ja, also ich weiß ja, diese Pullover früher, wo ich noch Kind war, die waren richtig kratzig. Also die konnte man nicht so, jetzt sag ich mal, lieb haben wie jetzt die Pullover jetzt, ja. Und ich sag mal, wenn das man jetzt mit Merino Silks oder mit, wie heißen die, Merino Stretch strickt, dann hat man kuschelweich, also vom Gefühl, dann hat man das Muster kommt auch gut raus, weil diese Wolle, habe ich gemerkt, die macht auch schönes Muster, also sieht man Ja, gut. die mustert schön, beide. Ja, Die genau, und da Wolle, kann die man schön Stretch. tragen. Ja. Ja. Also kann ich mir richtig gut vorstellen, Ja, dass. so Serie mit solcher geometrischen Mustern. Ich bin schon jetzt am Überlegen, ob ich mir mit dem Muster so Fischer, also mit diesen von den Socken, diese geometrische, so Raglan von oben, weil ich bin viel zu faul für diese Fischerart. Die haben ja früher gestrickt von unten, dann Die haben zwei von Ärmel, unten das gestrickt, war's. genau. Aber da bin ich viel zu faul. Ich habe irgendwann gelernt Raglan und seitdem bin ich irgendwie nur das, weil ich, wenn ich zum Beispiel stricke von unten und die Ärmel, werde ich das nie annähen. Die werden bei mir 100 Jahre liegen und dann habe ich alle Pullover ohne Ärmel oder mit Ärmel oder ein Ärmel fehlt oder vorne und hinten liegt, aber ich habe noch nicht zusammengenäht. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, wenn ich Raglan stricke, dann habe ich wenigstens die Chance, falls ich dann die Lust verliere, dass das zu einer Weste wird. Also falls ich die Ärmel nicht mehr schaffe emotional, dann habe ich wenigstens so Tunika oder Weste und dann trage ich das ja auch gerne, ja. Also ich habe so Trick für mich gefunden, Ja, aber ich kann. manchmal muss man sich selbst austricksen. Genau, weil Ja. da, die Ärmel zu stricken, das ist immer so Sache für sich. Da übt man sich in Geduld und Tugend, würde ich sagen. Der Pascal hat letzte Woche erzählt, er strickt die Ärmel immer zuerst, also nach dem Raglan zuerst, damit er nicht in Versuchung kommt, es nachher liegen zu lassen. Also, dass die schon mal gemacht sind. Ja, das finde ich super Idee. Das Ja. habe ich ja bei meiner Freundin gesehen. Die stricken immer Unterteil und Ärmel zuerst und dann halt Ober, also Raglan von unten theoretisch, ja. Aber da war ich zu blöd, weil bei mir irgendwie oben passte dann nicht und dann habe ich da aufgegeben. Also Lena, deine Pullis, die du bis jetzt gezeigt hast, die haben immer super ausgesehen. Also da brauchst du dir gar keine andere Technik angewöhnen. Ja, das Und liegt an der Wolle, würde ich sagen, weil oh, dann ich bin trink so dann mal Wolle, Mensch, das nehme ich an. weil ich finde zum Beispiel, nicht jede Wolle sieht gut aus, wenn man verschickt, aber ich finde zum Beispiel diese Merino Stretch Wolle, ja, Merino Stretch heißt die, die ist natürlich, also die verzeiht einem alles. Die ist weich, das Muster sieht man, also alles, was man wünscht, hat man. Und ich sag mal, da gelingt also wirklich alles da. Also wenn da einem nicht gelingt, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, aber da Sag's nicht, gelingt sag's alles. nicht. Ja, und diese Silks zum Beispiel Variante, die ist ja auch schön, weil wirklich, die, also ich würde so sagen, die Wolle strickt sich von alleine. Man sieht es nur da, guckt und die strickt sich. Also so schön ist das, sage ich mal. Aber es gibt ja andere Wollen, wo mir schon nicht gelungen ist und dann habe ich das in den Mülleimer geschmissen. Und Ja, ich das sag ist mal, das ist bei deshalb. mir so Ja, halt. deshalb muss es eben immer wohl überlegt sein, wenn man startet, mit welchem Material startet man. Ne? Deswegen Da habe hat ich bestimmt. seit vielen Jahren, also wo ich noch Kind bekommen habe, da habe ich ja angefangen, die Videos ja zu gucken, diese Strickvideos, also von Veronika jetzt. Und da hat die immer so Nummer gelegt, Abschnitt Nummer 1, 2, das fand ich gut, weil da konnte ich ja mir merken, bei welchem Abschnitt bin ich. Wenn das Kind ruft, kann man ja schnell stoppen und merken, okay, die Zahl 1, 2. Und dann habe ich ja nach der Wolle umgeguckt und dann habe ich festgestellt, dass die Wolle,
Also gefällt mir, also so vom Gefühl und von Qualität. Und da habe ich angefangen, ja, immer, also von Veronika Wolle habe ich immer Ausschau gehalten und wusste, dass die Qualität stimmt. Und dann habe ich festgestellt, dass alle Sachen, die ich daraus stricke, gelingen mir. Ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich liegt das an der Wolle, würde ich sagen, weil die Qualität ist hoch. Und das sieht auch nach Jahren gut aus. Das ist das der Vorteil. Ich habe ja Sachen, zum Beispiel Tücher oder so, die sind schon ein paar Jahre alt. Und im Alltag trägt man ja die so oft, die sind, also man schont das nicht. Und das sieht immer gut aus. Ich habe sogar an meine Chefin schon verschenkt, ein paar Sachen, die trägt die Tag und Nacht. Die hat gesagt, mein Gott, ich habe so viel gesehen, sagt, aber die gekaufte Sachen, sagt die, kann man nicht vergleichen mit dem Tuch, was ich ihr geschenkt habe, ja. Und die ist total begeistert. Die ist damit in Urlaub gefahren. Die trägt das jeden Tag. Ich überlege schon, noch ein Tuch zu stricken. Nicht, dass die immer dasselbe trägt. Da muss man ja auch waschen und so. Und da habe ich gesagt, ja, da habe ich gesagt, also wenn das so gefällt, dann weiß ich, dass das ja auch an der Wolle liegt, weil Ja, da bin ich ich ja meine, es ist 100% klar, überzeugt. wenn man was verschenkt, möchte man es ja auch getragen sehen, ne? Wie Ja. mit allem auch wieder zur Babydecke. Lena, dann machen wir es doch so, wenn du den Pulli ausprobiert hast oder wenn du das ausprobierst, lass Ja. uns doch mit Bildern teilhaben in Ja. unserer großen Bulli-Hacks-Gruppe oder immer dienstags. Da bin ich auch gespannt drauf, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. So, ich habe jetzt noch, bevor ich es vergesse, eine gute Nachricht für euch, sofern das eine gute Nachricht ist. Ich hatte auf der Messe Workshops als ein Gewinnspiel. Man durfte sich da die Lieblingskombinationsfarbe von der Jirsox, von diesen Tafeln, die ihr da gesehen habt, die durfte man sich aussuchen als Einzelhändler. Und unter allen Teilnehmenden wurde ein Workshop verlost. Bei dem, da reise ich dann an und mache einen Workshop in diesem Handarbeitsladen. Und es kam, wie es kommen musste. Ich hab Bad Lippspringe ist Ich der Ort. springe. Lippspringe. Es ist auf jeden Fall sind's 500 Kilometer von hier. Das Aber ist noch eine Fall. also in, Ja, es ja, gibt ja mehrere Bad Lippspringe. Ich habe sie nicht Paderborn gut. liegt in der Nähe. Ja, Ja. das ist ein Westfalen. Genau. Also da ist die Wollhändlerin, die Marion Reinstädtler. Genau. Und die war natürlich hoch erfreut, als ich angerufen habe. Und ich dachte anfangs, oh Gott, 500 Kilometer hoch, aber habe dann ans Zoom-Meeting gedacht. Vielleicht können wir dann da auch was organisieren. Die Marion wüsste sogar in Paderborn eine Jugendherberge, die versucht, das ausfindig zu machen. Und vielleicht kann man da was anbieten im September. Also über den Sommer machen wir es nicht. Wir machen es ungefähr in der zweiten Septemberwoche. Einfach nur schon mal so als Hinweis, dass natürlich wird es immer noch für die meisten eine große Anreise sein, aber das lässt sich ja nicht vermeiden, ne? Och. Irgendjemand trifft es dann immer. Aber Nicht dahin kommen. als Pendant zu der Schiffsreise, die ab Basel startet, ist vielleicht dann doch was immerhin über der Mitte von Deutschland noch ein Event. Ich werde euch informieren, wenn ich Näheres weiß. Ich würde dahin kommen. Ja. Ich würde auch Ja, ich hinkommen, sehr auch. wahrscheinlich. Ich habe zwar Also ich würde es Hundesitten. nicht schaffen. In der zweiten Septemberwoche. Wenn es aber am Wochenende ist, dann wären die Hundebesitzer wieder da. Ja. Dann könnte ich kommen. Ja, also wie gesagt, wir müssen das jetzt erstmal abhängig machen von der Jugendherberge, wie die frei ist, ne? Und Aha. das wird die Hauptgeschichte sein, um den Termin festzulegen. Wie kann man sich da einmieten? Da komme ich auch. Am 12. September habe ich Hundesitten und House-Sitting. Okay, das Haus kann es nicht mitbringen.
Die Hunde möchte ich uns nicht antun. Das sind zwei Hibbelige. Okay. Das sind Rasselterrier, die. Oh. Ich übernachte ja dann im Sauerland am Sorpelsee. Okay. Da habe ich einen Wohnwagen stehen. Ja, einfach nur schon mal als Info, dass ihr wisst, dass eben, also für mich ist das ja der Norden, ne? Ja. Da würden wir den Nordlichter aber sagen, das ist noch mittendrin, das ist noch nicht Norden. Genau. Das ist nicht Norden, das südlich der Elbe, da ist Bayern. Also der Weichkopf-Äquator ist die Donau, ne? Oder so. Ja. Ja. Genau. Der Main. Südlich des Main und nördlich des Main. Ja, also ich habe mal also Kassel wäre so die Mitte von Deutschland und es ist oberhalb von Kassel, ne? Ja. Also, dann ist es Norden. Ja. Jetzt sind wir mal in der nördlichen Hälfte Deutschlands. Gut, danke schön, Marianne. Genau. Schade, dass nicht ein Geschäft in Brandenburg oder Berlin gewonnen hat. Ja, tatsächlich ist es so, dass in Köln ja auch die Einzelhändler, das sind schon auch welche von Kiel und von der ganz unteren Ecke von der Schweiz, die da teilnehmen. Aber das Gros bewegt sich doch dann wieder im Radius um Köln herum. Ne? Ja. Ja. Weil man eben mittlerweile viel online bestellen kann oder weil der Vertreter eben dann direkt kommt und die Neuheiten zeigt. Ja, das ist ja dann für die Einzelhändler auch eine Anreise. Ja, klar. Ja, genau. Heute habe ich immerhin, auch mal was zu zeigen. Ja. Nicole, was zeigst du uns? Das ist ein Dackel. Ist der in den letzten Zügen? Hast du den jetzt voll zusammengenäht? Oder? Ja, ich habe den gerade fertig gemacht. Ich musste noch zwei Beine dran machen. Und ja. Aus dem YouTube-Video. Da kommt noch ein Halstuch dran. Ich nähe noch ein Halstuch mit dem Namen. Meine Freundin hat einen Dackel und der heißt Paul. Und dann kommt da noch Paul drauf. Wer ist ein Paul? Ist mir ganz gut gelungen fürs erste Mal. Sehr gut gelungen. Hat einen süßen Blick. Ja, der kommt jetzt zwar ein bisschen schief, aber ist egal. Naja, das muss so sein. Also wenn, das ist bei Unikaten so. Ja, genau. Wenn auch nicht mal die Dominik was sagt, dann ist er perfekt. Genau. Der Paul ist fast so groß wie mein Chihuahua. Der Hase von der Domi ist auch total klasse geworden. Ja, der, hab ich im Internet der ist süß. Mit dem dicken Poppes, der. Ja, genau. Der ist größer wie dein Hund, Nicole. Na, bin ich mir nicht da ganz ist er nochmal. Aber auch nicht viel. Da ist er. Da ist er. Ich möchte auch so einen haben. Der hat so schöne Jacke bekommen, Dominik. Ja, und eine Hose. Und die Hose, das habe ich mir ja letztens gewünscht. Und ich habe gedacht, hoffentlich macht die das. Weil das sieht so schön aus. Da sieht er komplett jetzt aus. Jetzt kann er durch die Welt reisen. Ja. Und er hat so Knicke in den Ärmchen drin. Da so. Das ist alles reingehäkelt, dass das so aussieht, wie wenn er da so einen Ellenbogen hätte. Ja, ja, sieht schön. Auch schöne Farbe. Super. Ja, okay. Ja, super. Sehr gut gelungen. Aber Andrea, genau. Guck mal Andrea, an. Sprich, Andrea. Ja, aber ich habe auch einen gemacht. Oh. Aber mit der falschen Wolle. Ich habe wieder mal nicht auf Dominik gehört. Ich habe die Himalaya-Baby-Dings genommen. Und da ist, deswegen ist er so groß. Ne? Ja, aber das sieht doch schön. Die Himalaya und die Shelin, wo ich dir gezeigt habe, das kannst du genauso nehmen. Das passt auch. Ja, aber auf. Das ist schon ein Unterschied. Diese Shelin ist ja...
Also mit der Vierernadel kann ich die hier nicht stricken. Okay. So, und dann hatte ich mir erst welche bestellt, bevor ich überhaupt wusste, worauf ich mich da einlasse. Die geht ja mit einer Neunernadel los. Das ist ja überhaupt nichts für Mutti. Aber für Accessoires ist es gut. Also Nadelstärke 9 ist sowohl Ja. bei den Nadeln als auch bei den Häkelnadeln. Ja. Marke Baumstamm. Ja, genau, Kochlöffel. Ja. Das wusste ich aber nicht. Und da Nadelkatzen habe ich ein Ohr gestrickt, ein Ohr. Und das war Dominik, wie lang? 24 Zentimeter. Ja, das wird ja ein lebensgroßer Hase. Lebensechter. Ja, den habe ich gemacht und ich habe schon einen Ein neuen angefangen. ganz süßer, knuffiger Blick hat er. Ja. Ja. Mir extra die noch schönen Augen. Jetzt hab ich. Ach, ich soll ja nichts sagen. Nee, was? Was darfst du nicht sagen? Dass ich schon wieder bestellt habe. Also. Na, was hast du bestellt? Augen mit Wimpern. Oh ja, okay. Ja. Aber nicht mit den aufgezeichneten Wimpern, oder hast du Nee, die mit so die klemmst du richtig? dahinter. Die klemmst du dahinter, die Wimpern. Kann ich Ja, dir also zeigen? die bewegen sich dann auch. Also die kannst du. Ja, Nein. die sind einzeln. Ja, aber die bewegen sich nicht. Kannst nicht Augen zumachen. Nee, das nicht. Nee, aber Das ich meine, nicht. du kannst wie bei uns hin und her bewegen, nicht wie die gezeichneten auf den Augen. Nein, nee, das nicht. Nee. Also zum Beispiel, ist das Auge. Ne, ganz normal, das ganz normale Auge. Und da kannst du Okay. dann auch eine Farbe hintermachen. Und dann hast du hier so ein Dingens mit den Wimpern dran. Und dann Ah, machst du eben das das. so. Ja, Wo findet man? das hat die Barbara gemeint, dass man die wirklich so berühren kann und Ach so, streicheln kann. ja, das ja. 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 Noch nie gesehen. Doch, Dann, habe ich gesehen. doch. Ja. Und dann Da hast du muss so. man auch einmal wöchentlich Wimperntusche drauf machen. Also ich mache ja jetzt ein Mädchen, ne? Das wird ja, ich habe ja noch eine angefangen, ein Mädchen mit Röckchen. Und die kriegt dann Augen mit Wimpern. Oh, da bin ich gespannt. Für den Ja, da sind wir ja gespannt. tollen Augenaufschlag. Na. 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 Wo Ich hast du die Wimpern möchte bestellt? Beim großen A. einmal. Ui, was ist jetzt da? Ah! Amazon. Ja. Hier, das sind alles Augen und Nasen. Ja. Da hast du aber vorgesorgt, wa? Ja, Nochmal von zeigen, ganz die quatschen immer dazwischen. groß bis ganz klein und von schwarz bis pink. Habe ich mir das gekauft. Machst du einen Shop auf? Nö. Rote Augen, grüne Augen, gelbe Augen, blaue Augen. Boah. Ja, sie will Ja, ja einen großen ja Sack voll vorgesorgt. machen, ne? Ne, Ich will Andrea? ja, was? Du möchtest ja Vorgesorgt. einen großen Sack oder zwei voll machen, die du Genau, dann zu ich will Weihnachten ja viele verschenkst. machen. Ja. Also gehen wir mit unseren fertigen Puppen und was da so rumgammelt, gehen wir dann ins Entspannungsbad zu Andrea. Ich habe kein Entspannungsbad, aber ihr könnt gerne kommen und wir fahren dann zu Marianne. Anna hat die Wanne mit dem Entspannungsbad. Genau, ich war das mit dem Ja, Entspannungsbad. das weiß ich. Darum habe ich gesagt, jetzt ziehen wir um zu Andrea mit den Stoffhüten. Ah, hier, den ich jetzt mache, der hat auch hier einen Daumen. Ja, ja. Eine Büschelmasche. Eine Büschelmasche? Oder irgend so hat Büschelmaschen, sie das ja. genannt. Jetzt kannst du das auch schon. Ja. Das ist Komm schon, aber super. klar mit der dicken Wolle. Ja, also die du hast hier, diese Chenille, Chenille, hier die hier, Genil, die ist super. Also wie gesagt, hier habe ich nicht mehr so viel, habe ich nur noch dunkelblau. Da kriege ich auch schon noch irgendwie mal einen Wal oder irgendwas mit hin.
Und die werde ich nicht mehr nehmen, aber ich werde jetzt nur noch die hier nehmen. Die ist total toll. Ich habe ja probiert, kann ich eigentlich, wenn so ein Hase oder so ein Tier, Plüschtier drin ist, das auch in klein machen, also mit der Cortana, Ja, ja, habe ich probiert. Ja, Catania. habe ich Bauchpolka. probiert. Dakoten Plus, wie immer Also sie sich nennen. ich habe die, ne? Das hier. Ja. Ja. Aber Kannst die direkt schon Arme die ganze Familie machen. das mit den Wunderbarster Armen hat Kind. nicht funktioniert. Also das ist so klein, ich komme hier gar nicht. Soll das wirklich so sein denn? Ja. Ja. Das Verhältnis von der Größe bleibt. Die Proportionen müssen ja dann stimmen. Du kannst das Baumwollgarn halt auch doppelt nehmen, dann kannst du eine größere Häkelnadel nehmen und dann wird es auch ein bisschen größer. Ah ja, siehst du doppelt, ja. Für die Teenager in der Familie. Erst ein Baby, dann doppelt für Genau. Teenager. Ja. Ja, naja, ich habe es nicht weggeschmissen, ich habe es noch liegen, weil ich. Wurde es kleiner, wie du dir es vorgestellt hast? Ja. Ja. Aber da gibt es ja auch zwischendrin. Du kannst das mit jedem erdenklichen Garn machen. Das Verhältnis wird bleiben. Wird halt immer ein glattes nehmen, ne? Könntest du das jetzt auch mit der Merino Stretch nehmen, da mit Ja, der. das weiß ich, das Aber weiß ich. eben Baumwollgarn dann doppelt nehmen, dann kannst du mindestens eine 3,5er-Nadel nehmen. Dreieinhalb, dann wird es auch größer. Also Es geht ist halt das. dieser zusätzliche Plüscheffekt, wenn du Ja. den Hasen jetzt in der Größe, wie du ihn jetzt hast, mit einem anderen Garn als Chenille häkelst, wirst du mit dem Ergebnis vermutlich nicht so glücklich sein, weil einfach dieses Plüsch, das gehört ab einer gewissen Größe schon mit dazu, damit es einfach diesen goldigen Effekt beibehält. Aber so einen ganz kleinen kann ich mir eben auch mit, die ganzen Amigurumis sind ja mit diesen glatten Garnen gehäkelt und die sehen ja auch immer herzig aus, ne? Ich glaube, ab einer Größe braucht es halt das Plüsch. Das ist Das aber echt auch echt rüberkommt, ne? genial. Also den Ja. will ich ja verschicken. Ich habe auch schon einen Karton, aber ich habe jetzt gedacht, weil der Junge, der das haben wollte, hat sich eigentlich ein Mädchen gewünscht. Auch. Und deswegen mache ich jetzt das Pendant dazu. Vielleicht schaffe ich es ja noch, wenn, also die Woche. Ich denke mal, ich bin morgen und übermorgen zu Hause. Und dann darf er sich aussuchen, ob er Nee, Junge oder Mädchen nimmt. kriegt Kriegt er er beide. beide. Das ist ja lieb. Kriegt er beide, mein Milo. Du, mit dem Frottegarn ging das so etwas doch auch und hätte noch einen Plüscheffekt, oder nicht? Mit dem Frottegarn wäre das auch gegangen, genau, ja. Da habe ich ganz viele Tiere gehäkelt mit, ja. Habt ihr schon mal mit diesem gehäkelt, wo so Fransen dran sind? Ja, aber Ja? Schneckerbig. Das Da ist siehst du, da nirgendwo siehst du das die Häkeln Maschen. nicht, da siehst du nur noch Ja. das Plüschige. Ja, aber dann ist das schon schwierig, mit den Maschen zu finden wieder. Du, Also das da. habe ich aber hier auch bei dem mit Weiß. Ich will nicht lügen, wie oft ich hier bei, also beim allerersten Mal bei dem Fuß angefangen habe. Ich habe dann im Video geguckt, die hat beispielsweise hier aufgehört, ne, sagt so, und jetzt noch vier feste Maschen und hat hier aufgehört und ich war immer hier. Verstehe ich nicht. Jetzt nicht wieder auf die Trenn. Das war denn schon kein Plüsch mehr drum. Das war denn nur noch das Garn da. So oft hatte ich das schon auf die Trenn. Und dann das zu sehen, wo bei Weiß ganz schlimm, kann ich nicht. Ist für mich echt schwer. Bei den dunklen sehe ich es super. Aber bei Weiß habe ich echt Probleme zu sehen, wo so die Einstichstelle ist. Ne? Wo Ja, drin. wenn's einfach wäre, könnte es ja jeder, ne? Ja, stimmt, hast recht. Wie ist denn das mit dem Chenilgarn? Kann man die Tiere ja, lieb haben? Hält es gut fest? Ja. Ja. Und ist auch 40 bis 40 Grad waschbar. Ja. Okay. Hört man, Und die es ist habe ja ich nicht mal von. angenäht, es ist ja mit reingehäkelt hier. Also es ist verhäkelt, ne? Doch, also das kann man schon ordentlich lieb haben. Gut.
Wäre ja schon schade, ne? Jetzt hast du schon wirklich kugelrund, hat sie es hingebracht. Was, den Schwanz? Ja. Ja. Blume. Ja. Ah. Ah, ist der gehäkelt oder ist der ein Bommel? Nee, der ist gehäkelt. Aha, drum sieht es so schön aus. Okay. Gehäkelt, ausgestopft und ich habe ja dieses für diese Bommeln machen, habe ich mal geschenkt, war im Adventskalender war das drin. Heide, du weißt, wie das heißt. Pompom. Pompom, genau. Pompom Maker. Ja. Aber die hat das so gemacht und dann habe ich das auch so gemacht. Aber zwischendurch, ich weiß nicht, ob ihr das seht, da steht ein blauer Teddy. Aber der ist nicht so schön geworden. Zeigen. Der sieht scheiße aus. Das war mein allererster Versuch mit dem Garn. Oh. Ja. Der ist doch schön blau. Sehr schön blau, genau. Was der Blaubär. Captain Blaubär gibt's ja. Von genau. Der Sendung mit dem Haus. Ja, ja. Weil der hat keine gehäkelte, sondern nur so eine Plastiknase. Ja, aber das ist das die Tüte. Und man oder das Krümelmonster. Ja. Ja. Ich tue es mit rein in den Sack, also ich schmeiße ihn nicht weg. Nee, würde ich auch nicht. Irgendeiner aber der Weiche. Sieht richtig gut aus, Andrea, wirklich. Der sieht so niedlich aus, ja, so süß. Ja. Der hat echt? Irgendwie so richtig Teddy-Charakter. Mich erinnert er an den Bär von Mr. Bean. Mhm. Auch wenn der nicht blau war, aber der war auch so, der sah auch so ein bisschen abgeliebt aus. Der ist ja ganz neu. Dabei ist der ganz neu. Ja, aber einfach, dass man sieht, er wurde gebraucht, das ist doch schön. Ja. Ulrike, was hast denn du da? Ein Huhn? Ja, das hat meine Freundin für mich gehäkelt, weil die Andrea eben gefragt hat, so mit so Wuschelwolle. Ja. Das ist damit so oder auch, ich habe eine ganz große Familie. Ich habe hier welche auf der Fensterbank. Oh, können wir sehen? Die sehen ja richtig aus. Oder was weiter weg? Weiter weg ist besser, ja. So? 21. Ja. Und dann hat sie mir 21, Vater, Mutter, Kind 20, gestrickt. 25, 26, Eike, 35, 47, 42. dann habe ich nochmal gefragt, ob sie nochmal zwei macht. Und die stehen drinnen im Wohnzimmer auf der Fensterbank. Also das ist so ein Garn mit diesen Franseln, wie du eben sagtest. Ja. Drumherum. Und das hat die damit gemacht. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das sehr schwer zu erkennen ist zum Einstechen. Mhm. Naja, aber für mich wäre das auch mit dunklem Garn schwierig, glaube ich, einzustechen. Also jetzt ist doch auch eine gute Gelegenheit zu zeigen, dein Modell, das du vorhin geholt hast. Ach so. Wir haben dich nicht mehr zu Wort kommen lassen. Nee, ich weiß gar nicht, wie das mit der Hand geht. Kann mir das einer erklären? Mit der Hand? Ja, ja. Wenn man dann hochzeigt. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Das musste unten in den Reaktionen, unten in der Leiste, wo der Chat ist, hast du Reaktionen. Und da hast du Handheben, einen Daumen hoch, ein Lachsmiley, ein Herz. Aufzeichnen und dann kommt Untertitel anzeigen, dann Reaktionen, Apps. Ja, Apps. Ja. Und daneben ist Reaktionen. Und dann ist bei Reaktionen so ein Pfeil. Ein Dächle. Und dann musst du draufklicken. Ja, ich werde mir das nochmal zu Gemüte führen. Ja, schon scheiße, ich habe hier keine Chance. Nee, ist keine Chance. Das ist halt eben jetzt ein Loop. Ich werde die Blätter noch spannen. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt am besten halte. Dass ich die noch auf dem Spannbrett mache, damit die richtig schön ausgespannt sind. Und ich hatte zuerst vorgehabt, hier eine zweite Reihe mit Blätter dran zu machen. Habe ich mich aber umentschieden, habe gedacht, machst du lieber oben. Und das ist jetzt wie so ein Stegregelchen. Ich kann das ja mal kurz anziehen. Mhm. Mhm. Cool. Mhm.
dann die Spitzen von den einzelnen Blättern schön ausgearbeitet sind, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das toll aussieht. Also man kann den ja dann auch sämtlichen Farben anziehen, weil alles Mögliche drin ist. Rot, Gelb, Grün, Beige, Grau, alles Mögliche. Und die Blätter hast du separat dran gehäkelt? Ja, die habe ich alle einzeln gemacht, ja. Also ich würde doch Glöckchen dran machen, dann ist wie Till Eulenspiegel. Till Eulenspiegel, ja genau. Das wäre auch eine coole Sache, oder? Ja, so kann man den halt eben... Aber sieht total schön aus. Kann man halt eben dann auf sämtlichen Oberteilen halt eben drauf anziehen. Und ich habe jetzt hier wieder so einen kleinen Stehkragen dran und dann reicht das vollkommen aus. Weil ich mag ja, mehr braucht es gar nicht. Die Blätter sind dominant, ne? Ja, und genau. Dann braucht es nicht noch was weiteres. Ja. Okay. Ja. Also ich hatte zuerst mit weniger Maschen also gemindert und dann musste ich zu oft abnehmen noch. Und dann habe ich es komplett wieder aufgeribbelt bis hier und habe dann in der ersten Runde direkt schon 80 Maschen gemindert. Mhm. Und dann nochmal 40. Und das waren dann jetzt für mich so, es ist noch ein bisschen Luft, es ist nicht zu eng am Hals, weil man denkt so, pff, man wird so ne, von der Luft weggedrückt, das kann ich sowieso nicht abhaben. So. Und das reicht so. Und da habe ich gedacht, so kommen die Blätter super zu Geltung. Und oben ist es schlicht. Ja, ja. Also ich finde es auch gut, dass es nicht ein reiner Rollkragen, sondern eher so ein Stehkragen ist. Ja. Der Charakter, ja. Ja. Na, da kommt das richtig so, fand ich jetzt gut zur Geltung. Ja. Ich stelle mir das super schön über einem langweiligen Wintermantel, also so ein unfarbenen vor, kann ja. Man, ne, kann man das auch machen. So, und ich wollte auch noch mal einen machen, wo dann so Ton in Ton vielleicht gemacht wird. Ob das jetzt in Grüntönen oder naturfarbene Tönen, wollte ich auch noch mal machen. Ja, aber wie gesagt, so die Blätter, das muss halt eben jetzt noch schön ausgearbeitet noch werden, dass sie noch gespannt werden. Ja. Dass sich das schön legt, ja. Ja, genau. Ja. Das sind jetzt 11 Blätter in der Runde. Eine ungerade Zahl. Ja, genau. So, und ja. Und die habe ich dann hier mit dieser grünen Reihe alle dann verbunden. Verbunden. Ne? Ja, alle mit Stäbchen dann angehäkelt. Ja, genau. Und super, dann habe ich eben nach hier oben eine Farbe genommen, die auch jetzt schon sehr oft drin vorkam, habe ich gedacht, dann nimmst du davon den Rest für den Stehkragen und fertig ist die Maus. Also mir persönlich gefällt da sehr gut. Yeah. Ist auch mal was anderes. Und ja, irgendwie so ein bisschen inspiriert auch von der Marion. Ich danke dir dafür. Ne? So, und ich habe auch noch einen anderen in Arbeit, der ist aber noch nicht fertig. Da wollte ich halt eben auch mit der kleinen Adi nochmal kurbeln und dann so kleinere Streifen reinmachen mit ihrem, wie heißt er jetzt wieder, Newsloop. Dass man dann da, dass man dann auch nochmal mit Knoten und kleineren Accessoires, die man da reinarbeitet, dann noch mit reinmacht. Aber der ist jetzt schon mal fertig. Ja. Dann ziehe ich mal wieder aus. Marion, hattest du Kontakt? Entschuldigung, Andrea, du wolltest was sagen? Ja, ich wollte Jutta noch mal fragen. Sie hat da im Hintergrund auch zwei Plüschis sitzen. Ja. Und den nicht, den anderen? Den hier? Ja, also zeigen kannst du beide, ja. Aber genau, wie hast du denn da den Mund? Das ist doch das Mädchen, was ich machen will. Das ist das Mädchen. Das hat die Dominik doch auch gemacht. Das ist das, was ich hier angefangen habe. Genau, ja, das ist das Gleiche. Ah. Hat die auch Wimpern? Nee, das habe ich aufgenäht. Okay. Aber ich habe auch Wimpern da. Ich hätte es also da auch machen können. Hast du da jetzt was in zwischen Kopf und Körper, hast du das zur Stabilisation was reingemacht? Ja, oder? Ich habe da so einen Bastelstab rein. Es gibt ja so Holzstäbe zu kaufen. Ah. Und da habe ich hier einen reingesteckt, weil das hält sonst nicht. Der Kopf, der kippt um. Ich könnte ja auch einen Kochlöffel nehmen, oder?
Wird auch gehen, habe ich auch überlegt, ja. Aber dann war ich noch einmal einkaufen und habe gedacht, komm, da kannst du die gerade mitnehmen. Schatz, es gibt leider nichts zu essen, der Kochlöffel steckt im Boden. Genau. Aber es ist ja wieder Holz, ne? Wenn das Tier dann nie waschen wird, ist auch wieder. Ja, gut, ein Holz, ein Kochlöffel hält ja Ja, was Holz macht doch aus. nichts. Wenn Ein ein Plastikholz. Plastikholzlöffel geht ja auch. Ein Also kein Holzlöffel, Plastikholzlöffel. ja, ein Kochlöffel aus Plastik. Ja. Geh ich mal gucken bei Teddy oder weiß ich wo. Frage nach einem Plastikholzlöffel. Genau. Die hat doch auch was gesagt wegen den Heißkleberstangen da, wo es da die Ja. Stäben für die Heißkleber, aber ich finde, die sind zu kurz. Ah, okay. Die sind Das. nicht lang genug. Ja, okay. Nee, Also das würde meine ich ja nicht Oma nehmen. hat immer vom Haushaltspapier die Mitte aus Karton reingemacht und die Puppen gingen in die Waschmaschine und wieder raus. Und komischerweise, als es jetzt zerfallen ist, nach fast 50 Jahren, war das Karton immer noch Ja, habe ich auch gemacht. Ich habe da. also so Dinosaurier für die Enkel gemacht und dann habe ich das auch mit rein. Aber das hält nicht. Das wird mit der Zeit weich. Also die spielen ja damit, das knickt dann um, also es hält nicht. Das sind so Stäbe, sind besser. Und wie heißen die Bastelstäbe, ja? Die habe ich aus dem Baumarkt. Ich bin da zufällig, mir war im Baumarkt einkaufen und da habe ich die gesehen und so, das kommt ja genau richtig, die nehme ich gerade mit. Du Hast du dann kannst noch einen bei dir irgendwo in der Nähe rumliegen? Nee, leider nicht. Die sind im Keller unten im Bastelzimmer. Andrea, du kannst doch Rundhölzer. Obi gehen oder egal im Bauhaus, da gibt es doch die Rundhölzer, die Ja, sind doch genau. so rund. Und da kannst du Geige. ja so ein Meter-Ding kaufen und dann sägst du dir halt ab, solange Ja, die da genug. kann ich auch einen alten Besenstiel Nee, nehmen. also es gibt Rundhölzer, das waren so Pack, das sind 10 Stück drin und die gab es in Ah, zwei verschiedenen Längen. okay, gut. Gut. Jutta, bist du die Jutta, die geschrieben hat, sie kommt zum Schiff? Genau, die Jutta bin ich. Okay, danke nochmal fürs Angebot. Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, kannst du es überlegen. Wir kommen genau daran vorbei. Das ist genau die Strecke. Ja, ich wohne ja nicht weit von der Autobahn, ne? Ja. Können wir noch drüber reden? Kommt eben einfach auch drauf an, wie viel sich anmelde, wie das mit den Goodie-Bags, wie viel Platz ich da brauche. Also jetzt sind wir schon 15, die sich angemeldet haben, hat er heute geschrieben. Und ja, Also wie ansonsten. gesagt, wir haben ein Kombi, das dürfte normalerweise kein Problem sein, dass wir da was unterkriegen. Okay. Gut, dann bleibt mal in Kontakt. Genau. Danke aber fürs Angebot. Ja, sehr gerne. Ja. Bevölkern wir das Hotel im Vorfeld schon? Andrea, hast du schon ein Hotel ausgesucht? Nein, ich. Du kannst so weit im Voraus nicht planen. Ja, Ja. ja. Es Ja. war direkt an der Grenze, war ein Hotel für 105 Euro das Doppelzimmer. Das war das in Weil. Genau, in Weil am Ja. Rhein, genau. Ja. Ja, da haben wir ja noch genügend Zeit. Das läuft uns nicht davon. Irgendwo kommen wir unten in der Nähe von Basel. Zur Not schlafen wir im Auto. Ja, genau. Gehen wir aufs Schiff und nehmen als erstes eine Dusche. So sieht's aus. Gut. So, hat noch jemand eine Frage, was zum Zeigen? Einen Wunsch? Für was zum Zeigen würde ich mich jetzt mal hier ans Bild drängen, Ja. weil wir vorhin bei den Stehkragen waren. Ich habe den Häkelpulli. Zieh den mal hier so durch. Und sprechen? Versprechen. Ach so, ja, ich hörte mich durch den Pulli, ganz bestimmt hört ihr mich reden. Leider geht es jetzt hier unten nicht mehr weiter. Der Wollevorrat. Wolle. Es ist, ich hatte es, wollte es in 38, aber die Wolle reicht trotzdem nicht, weil ich für die Oberweite in der Mitte was zugeben musste. Damit mir der nicht so eng sitzt, habe ich da was dazu noch gemacht. Und jetzt habe ich von der Wolle hier nur noch so ein bisschen und jetzt muss ich warten, bis der Nachschub hier ankommt und dann kann es weitergehen. Das ist der Rest vom zweiten Knäuel. Ne, das ist der Rest vom ersten Knäuel. Vom ersten Knäuel, soweit.
Das gereicht. Das ist ja in der Maschenwelt 2, ne? Genau, Oder Maschenwelt, vom Maschenwelt zweiten? 8. Nein, Entschuldigung, Ja, Entschuldigung, ich behaupte, das Gegenteil ist zweite Knall. Genau, weil ich habe zweimal weiße Fäden rausgeschnitten. Ja. ja. Hätte mich nämlich jetzt gewundert, ja, 200 Gramm, weil das ist ein Teil, das ich selbst gehäkelt habe. Ich häkle ja nicht die Modelle immer selten, alle selbst oder selten komplett, aber das habe ich gemacht. Und eben für die kleinere Größe 200 Gramm reichen eben gerade so, ne? Ja, das passt jetzt nicht. Also mir ist es zu kurz, ich möchte es so Ja. nicht anziehen. Und Ja. dadurch, dass ich für die Oberweite da ein bisschen was zugegeben habe, war mir dafür eine 38, das war mir einfach zu klein. Genau. Und parallel dazu, weil ich jetzt aufs Garn warte, habe ich mich an das Korallenriff getraut. Oh ja, schön. Das ist, die Ärmelchen habe ich schon fertig und das würde ich ganz gern in 4 Wochen mit in den Urlaub nehmen zum Anziehen. Also das hoffe ich, dass ich das fertig bekomme. Das Das ist ist gut. aus dem aus diesem Heft. Je nach Wetter kannst du einfach dann die Maschen abkitten, ne? Die Länge bestimmst du ja selbst. Obenrum ist es ja fertig. Naja, also es ist vom Bobbel ist hier schon noch ein Ah, ganzes, okay. also da kann an der Länge schon ganz schön noch was dran. Da ist noch gut Wolle da. Das ist so ein XXL-Bobbel. Ja. Das ist einfach immer wieder erstaunlich, wie oft die jetzt Mode aus den Bobbel gemacht wird, weil man hat sich quasi dann ein T-Shirt gestrickt, ne, das mega leicht ist und trotzdem einen tollen Effekt hat. Also das werden wir im Sommer bestimmt wieder oft sehen. Und gerade das Korallenriff ist ja eigentlich recht einfach, ne? Ja. Weil ja alles glatt rechts ist, außer dieser Musterstreifen, der sich ja nicht verändert. Also das ist echt auch, könnte ich durchaus auch Anfänger empfehlen, weil man nicht die Zunahmen ins Muster reinbasteln muss, ne? Das ist ja oftmals dann doch die Hürde bei den Aschurmustern und Raglan. Aber das wird oft gestrickt. Das ist ein beliebtes Shirt. Ja. Ja, es strickt sich wirklich sehr toll. Ich habe hier unter den Armen, so an der Seite, habe ich mir hier so eine falsche Naht reingebastelt. Weiß ich nicht, ob man sehen, da habe ich eine Reihe linke mir gemacht, damit das nicht so spiralt, wenn man immer im Kreis rumstrickt. Und ja, es geht. Das kann man auch stricken während des Zoom-Meetings. Ja. Geht. Du meinst eine Masche linke, oder? Die du übereinander setzt. Nicht eine Reihe, sondern eine Masche. Wenn ich dort wieder ankomme, mache ich eine links. Eine Ja. Masche, genau, ja. Genau. Dass sich da so eine Linie hochzieht aus einer linken Masche. Das sieht aus wie eine falsche Naht, ja. Gut. Ja, na, da geht's vorwärts. Solange bis die Wolle kommt, dann geht's an dem anderen auch weiter. Ja, das ist, ich meine, bei der Paintsox ist jetzt kein Problem, wenn man nachbestellen muss, dadurch, dass es ja ein Colorgun ist, ne? Muss man jetzt nicht Angst haben, dass es eine neue Partie oder so ist, das passt immer dran. Ja, die neuen Farben gefallen mir natürlich auch sehr gut. Da Ja, ja, kann ich mir ja. den Pulli auch sehr gut vorstellen damit. Definitiv. Also das ist ja auch so ein leichtes Modellchen, sage ich jetzt mal eben. Das wird dann wohl bei 250 Gramm landen bei dir. Da musst schon wieder überlegen, was du mit dem Rest machst. Ein paar passende Socken. Socken zum Sommerpulli, ja, genau. Ja. Da wird sich was finden. Genau. Gut. Freue mich schon auf dein neues Garn, auf diese Lederoptik. Ja. Wenn das da ist, da freue ich mich Das gibt es drauf. aber noch nicht zu kaufen. Ab wann gibt es das denn? Das soll Ende April, Anfang Mai soll das kommen. Okay. Ich habe nämlich Ja. schon alle Sachen durchgestöbert, aber noch nichts Ja. gefunden. Nein, es gibt es noch nicht. Nee. Also, und ich kann euch sagen, das ist der einzige Knäuel, den ich noch komplett hier habe. Ich häkel hier gerade noch an einem Tischset, einem Platzset. Ich finde einfach das Maschenbild genial.
Und einfach, es interessiert mich mal, wie groß ein Platzset wird mit einem Knäuel. Und ich habe jetzt ungefähr die Hälfte, also knapp die Hälfte verhäkelt. Also wird schon, die reicht schön weit. Ja. Ich kann euch. Ich kann euch Fotos zeigen von den ersten fotografierten Taschen, wenn ihr wollt. Ja, gerne. Wenn ihr Ja. wollt. Muss ich sie gerade mal herholen. Die kommen in die Maschenwelt 4. Und da wir unter uns sind, kann ich die ja schon mal zeigen. Genau. Da kommt ja kein Fremder zu. Nee. Genau. Das haben wir hier ein Radio an. So. Gleich habe ich es, dauert nur noch Stunden. So, jetzt. Lena, ich zeige jetzt gerade noch die Taschen und dann, ich habe gesehen, dass du die Hand hältst. Okay? Ja, Oder ist hast du. okay. Ist Ja. okay. Gut. Ja. Jetzt haben wir hier die Tasche aus drei Farben. Seht ihr die? Ja. Ja. Die Das ist tunesisch gehäkelt. Oh, die ist schön. Sind von der Silvia Jäger, hat die dies entworfen. Oh ja, die ist sehr schön. Hier nochmal in groß. Und das sind zwei Knäuel. Die ist schön. Ja, man sieht halt, dass man so komplett unterschiedliche Richtungen arbeiten kann. Auch der Beutel ist tunesisch gehäkelt. Das sieht gut aus. Und der Shopper, der ist jetzt, dafür hat sie drei verwendet. Aber diese Bändchen, die ihr jetzt da seht, das ist das Garn, ne? Ein toller Effekt. We've done it, Chad. Nein, das sind jetzt, also der große Shopper hat jetzt 600 Gramm. Ja. Richtig toll. Wenn die Farbe. Aber Oder? scheint das jetzt nur so, oder ist es so, wie denkt, beim Gehäkelten kommt der Ledereffekt mehr hervor als beim Gestrickten? Ich hätte es jetzt umgekehrt gesagt. Echt? Vom, ja, Okay. hier sind wir ja jetzt beim Gestrickten. Ja, eben. Und also ich finde, man sieht hier schön, wie die Maschen glänzen. Ja. Und das. Gut, beim Rosa, das glänzt von sich aus eben schon nicht so, aber hier, Ist eben auch gestrickt. ja, ich zoome mal noch her. Ah, mal, jetzt sieht man es wieder gut. Ja. Okay. Schön. Ein schönes Muster. Ja. 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 Sieht toll aus. Ja. Und das ist eben tunesisch gehäkelt. Ist auch schön. Und dann komme ich hier noch von der Robe. Es ist Robe Bobble. Die habe ich euch ja beim letzten Mal auch gezeigt. Die ist schön. Gestrickt. Die ist Corner to Corner, ne? Ja, genau. Das sind auch zwei, ne? Zwei Das sind Bubble. auch zwei, ja.
Das sieht sehr anfängertauglich aus. Das sind definitiv, das ist auch ein Garn, das eben für die Anfänger gut, richtig gut geeignet ist. So ein Bobbel kostet 8,95, also ist auch ein recht günstiges Garn und man braucht eben zwei Stück für diese Tasche jetzt. Auch gut aus. Hier ist coole Foto. Hier, das ist ein Bobbel. Ah ja, das ist der mit dem, der hat noch so einen Sternboden, gell? Genau. Und das ist auch einer. Jetzt sind wir bei der Police. Aber das kommt erst im Juni. Stimmt das? Im Juli, also das Garn kommt im Mai und dann gibt es eine, oder im Ende April, Anfang Mai, sage ich jetzt mal. Also eigentlich wurde es uns für den April zugesagt, aber wie es eben immer so jetzt ist, man kann sich auf die Lieferketten nicht mehr immer verlassen. Deshalb sagen wir lieber Anfang Mai, wenn es dann im April schon kommt, freuen wir uns. Mit der Robe scheint es zu klappen, also mit der Bobble-Robe, die scheint noch im April zu kommen. Die ist wohl schon auf dem Weg. Und dann gibt es ein paar kostenlose Anleitungen, weil das Material eben schon kommt, bevor die Maschenwelt erscheint. Aber gerade bei der Robe, da könnt ihr alle Anleitungen verwenden, die ihr für den Robe-Plate-Zopf verwendet habt. Gerade wenn ihr euch jetzt noch an den Beutel erinnert, der da am Stuhl hing, das war die Anleitung, die im Robe-Plate-Zopf innen drin war. Also eins zu eins kann man das übernehmen. Ah, dort ist was drin. Dort war das Gar nicht drin, ja. gefunden. Genau. Auf der Innenseite. Die habe ich auch gemacht, glaube zweimal. Ja, und das kann man jetzt im Prinzip mit dem Bobbel wieder genauso machen. So, Lena, danke fürs Warten. Ah, Andrea, ich sehe es auch, ja? Jetzt bin ich dran, oder? Ja? Ah, ja, ich wollte mal sagen zu den Taschen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man so eine Tasche stricken kann für Kinderwagen, also so als Mami-Tasche oder Kinderwagentasche, weil die Oh ja. Farben sind so schön und leger und da passt bestimmt so zu Kinderwagen, oder? Ja, auf jeden Und Fall ist die passt auch es robust? auf Ja. zu rein schwarze Kinderwäge passt es besonders, weil da ja keine andere Farbe mit ins Spiel kommt. Kommst du Ja, nicht in? das sieht auch so schön Genau. handgemacht, also so Strickmuster. Und wenn man das so an der Kinderwagen hängt, dann sieht man direkt, also die Liebe darin, würde ich sagen, weil alle Sachen, die handgemacht sind, und wenn ich zum Beispiel das anziehe und in der Stadt bin oder so, da fragen mich viele. Weil da sieht man noch das Herz und die Seele dran. An normalen Sachen sieht man das nicht immer, sag ich mal, also so an den Fabriksachen, ja. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn so Mami strickt oder gerade Baby bekommen hat und hat Lust zu stricken, das hatte ich nämlich vor vielen Jahren. Und wenn man so Tasche hat und da hat man vielleicht Wollknäuel drin oder Milchflasche und was weiß ich alles und das hängt dann an dem Halterung und man kann dann schön spazieren fahren und ich kann mir vorstellen, dass das super aussehen wird. Ja, du hast recht, man wird auf nichts so viel angesprochen, wie wenn man was selbstgestricktes oder was selbstgehäkeltes trägt, ne? Also das werdet ihr aus eigener Erfahrung erkennen. Ihr könnt euch die teuersten Tücher kaufen, da wird euch kaum jemand drauf ansprechen, aber wenn ihr ein selbstgestricktes Tuch um Hals habt, dann wird man einfach drauf angesprochen. Und das ist bei Handarbeiten schon das Besondere. Da hast du recht, Lena. Ich Ja. hatte mal so eine Erfahrung noch, wo ich im Krankenhaus war. Und da war nichts Schlimmes, aber ich war da ein paar Tage lang
Und ich hatte, so wie normale Strickerin, immer handgestrickte Socken dabei. Das hat man ja immer, man muss ja sich zeigen, ja. Und dann hat eine Oma, die neben mir lag, das hat die gesehen. Und die hatte in Erinnerung, dass die das früher in Jugend auch gestrickt hat. Und dann hat die damit irgendwie aufgehört, dann hat vergessen und was weiß ich. Und dann dachte ich mir, ich habe ja natürlich mehr als ein Paar mit und die sind bei mir meistens neu, weil ich ja so viele nicht schaffe zu tragen, aber Hauptsache haben, ja. Und dann, wie sagt man, nicht von, wie sagt man, müssen, sondern man will das einfach so. Und dann habe ich ein paar Socken so rausgeholt und da habe ich ihr so an die Füße angezogen, weil die konnte nicht aufstehen, also bevor ich dann Krankenhaus verlassen habe. Und die war so glücklich, die hat gesagt, die wird das nie vergessen, weil die lag da und da hat die ihre Füße immer angeguckt, weil die Socken waren so schön bunt. Ich weiß nicht, was da für Wolle war, auf jeden Fall Sockenwolle und schön bunt. Da war so blau, weiß drin, rosa, alles Mögliche. Und die lag ganze Zeit und hat die Füße geguckt und sagte, unglaublich, die war so begeistert. Die, also das war wirklich, und ihre Tochter ist dann gekommen und sagt, boah, sag Wahnsinn, sowas sagt, kriegt man für kein Geld in der Welt zu, gekauft, also solche Socken. Ich war selber schockiert, weil ich ja selber stricke. Für mich ist das normal, dass ich solche Sachen habe, aber für viele Menschen nicht. Und wenn die sowas bekommen, geschenkt oder sehen, ja, das ist für denen dann Highlight. Und das ist das, was unsere Handarbeit und unsere Mühe und die Zeit ausmacht. Also man kriegt schon dafür diese emotionale Dankbarkeit, wenn man angesprochen wird oder wenn einer sagt, boah, das sieht aber schön aus oder boah, Wahnsinn, wie hast du das denn geschafft? Und ich finde, das ist der beste Lohn. Ja, so wie die Oma vermutlich nie vergessen hat, dass sie da welche geschenkt bekommen hat, hast ja auch du nicht vergessen, wie sie sich gefreut hat, als du es ihr geschenkt hast, ne? Also es ist immer so ein Geben und Nehmen und das bleibt dir ja auch haften, ne? Ja, das ist, das kann ich so sagen, das ist die Handarbeit, das ist die Nachwirkung von Handarbeit, dass man mit Menschen in Kontakt kommt, dass man diese menschliche Wärme bekommt, was uns zum Beispiel keine künstliche Intelligenz, kein Computer der Welt geben kann. Ich habe so viel zum Beispiel zu tun mit verschiedenen Sachen, aber ich sag mal, menschliche Kommunikation, was wir jetzt führen, ja, das kann keine Maschine ersetzen, wird auch nicht. Deswegen habe ich auch keine Bedenken, was künstliche Intelligenz oder Computer oder was, weil diese Wärme ersetzt niemand. Und ich sag mal, durch die Handarbeit diese Erlebnisse zu haben, das ist was, sag ich mal, motiviert mich immer zu neuen Projekten. Deswegen habe ich auch so viele UFOs, logischerweise, so viel Wolle. Aber das ist diese Wärme. Und die kann man wirklich nicht kaufen, sag ich mal. Also die Wärme kann man, Wolle kann man kaufen und Wärme natürlich nicht. Aber das ist, was wir jetzt bekommen. Und das finde ich, das bekommt man nirgendwo. Diese, ich weiß nicht, so ehrliche Wärme durch die Wolle, Kommunikation, diese Gespräche, das hält viele Menschen am Leben, würde ich sagen. Auch die stricken und die zum Beispiel die Sachen tragen, nicht nur die stricken, sondern die Menschen, die das bekommen, geschenkt und tragen, die werden diese Wärme spüren bis ans Ende und die werden das nicht vergessen. Und ich bin sicher, dass viele vielen wird das Leben verlängern. Also ich würde sogar so weit gehen, also emotional. Weil Psyche spielt ja viel Rolle bei Menschen. Wir sind ja alle Gefühle. Wir sind ja keine Maschinen. Ja. Wir leben vom Gefühl. Und ich sag mal, das Gefühl entscheidet über unser Zustand. Ja. Genau, ja. Ja, und die Wolle in dieser Art spielt natürlich große Rolle, dass die uns dann trägt. Und deswegen bin ich ja immer für die Wolle zu haben. Also wenn ich ins Land fahre, Urlaub mache, mich interessiert in erster Linie, gibt es da Wollgeschäft, welche Wolle gibt es und wo kann ich die Zeit am meisten verbringen in der Wolle. Also mich interessiert sonst nichts. Ich gucke immer nur das.
Und mein Mann sagt dann, mein Gott, sagt, hast du nicht genug Wolle? Sagt, ich sag, nee, ich sag, das ist immer gut investiertes Geld. Ja, gut. Okay, Andrea? Ja, ich habe noch eine Frage zum, also Materialfragen. Mikropolyester. Was ist, das kann ich mir darunter vorstellen. Weiß das jemand? Also das ist die Mikrofaser, also wo man auch Spültücher und so bekommt oder Bettwäsche. Das ist ganz fein gesponnenes Polyester. Okay. Gut. Wo bist du dem begegnet? Ja, auf einer Bestellseite. Ja. Also in einer bei Wolle 1000. Ja, so. Bastelwolle oder in einer normalen Wolle? Nee, das ist in der Rubrik Chinillegarn. Also in dem Reiter war das drin, aber da war dann Polyester oder Mikropolyester. Polyester kann ich mir ja was vorstellen, aber Mikropolyester wusste ich jetzt nicht. Das ist das, was, wenn die Sachen gewaschen werden von den Fasern, ist ja immer wieder Abrieb, beziehungsweise es brechen ja auch Faserstücke ab. Das ist das viel berüchtigte Mikroplastik, was sich dann aus der Waschmaschine in die Abwässer begibt und was in den Kläranlagen ausgefiltert werden kann. Gut, dann ist erledigt, danke. Okay. Erledigt. Ja. Was auch aus Funktionswäsche, also aus Sportwäsche. Okay, verstehe. Ja, jetzt, da kann ich mir eher, ja, okay. Gut, danke. Bitte. Marion, was Marion Terrasa, was ist bei dir passiert? Ist mein Mann gewesen, die Idee. Er meinte, die Nationalmannschaft hat ja so schöne Farben bekommen, ob ich nicht mal was mit den Farben machen kann. Und dann habe ich gesucht und gesucht und Veronika hat so Farben. Wenn man sich das Grün wegdenkt, kommt das fast hin. Und im Sommer braucht man ja einen Hut. Und bei mir sah es jetzt ein bisschen blöd aus, weil ich Kopfhörer noch drunter hatte. So ist das besser. Oh ja, ja. Ja, super. So. Sommerhut für ein Fußballstadion. In den passenden Farben. Schön. Super. So, jetzt ziehe ich auch wieder richtig an. Ich bin ja auch bei deinem Ding dran, bei deinem Loop, den du das letzte Mal gezeigt hast. Jetzt will ich das mal gucken, weil ich habe ja nicht Ton in Ton. Ich habe ja kein Hellblau in Merino Stretch und Paint Socks. Und jetzt habe ich gedacht, nehme ich mal das Beige und eine bunte Farbe. Jetzt muss ich halt mal gucken, ob das nachher nicht durchscheint, oder? Nö, glaube ich nicht. Ja, zeig doch mal die beiden Farben. Das da und das da. Ach, die ganz bunte. Oh, das wird spannend. Mhm. Ja. Ja, das scheint nicht durch. Also kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich sehe jetzt auch nichts. Also, ja. Aber da bin ich jetzt mal am Probieren. Mal gucken, wie das dann rauskommt. Bestimmt schön, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Also Marion, ich kann mir das auch nicht nur fürs Fußballstadion. Das ist jetzt quasi ein Hut aus dem Bobbelrest, ne? Der auch ein bisschen Schatten spendet. Hast du da eine Hutschnur außenrum noch reingespannt? Bei dem habe ich jetzt eine Hutschnur reingespannt. Mhm. Ne? Ich habe ja noch da meterweise, ich habe es ja mein vierter Hut, glaube ich. Und aber wenn man den ein bisschen kürzer macht, dann braucht man es nicht unbedingt. Ja. Das ist jetzt die größere Version. Aber ich fand jetzt gerade den Effekt, dass das eben Schatten spendet, gar nicht schlecht, weil das ist ja was ganz Leichtes, oder? Also du hast da jetzt keine 100 Gramm verwerkelt. Also das ist, müsste nicht ganz ein halber sein. Wenn du jetzt hier mal guckst, die Hälfte müsste ungefähr hier bei dem Grünen anfangen. Hier. Ja. Und hier ist noch ein ganz kleines bisschen Restgras drin, also passend zum Fußballstadion, so ein bisschen grün, so die letzten zwei Zeilen ein.
Aber das ist ja durchaus mit 100 Gramm ein tragbarer Sonnenhut, ne? Der ist total angenehm, also vom Ja. Gewicht her und auch vom Material her. Hast du den gehäkelt? Habe ich Reliefstäbchen gesehen? Ja, richtig. Das Ah ja. sind Reliefstäbchen. Hier oben sieht das so aus. Da habe ich rund angefangen. Wo sieht man das? Und dann immer die Zunahmen eben an den passenden Stellen. Und wenn der oben breit genug ist, hier an der Stelle, bin ich einfach gerade runter. So kann man den etwas größer machen. Dann sind die Streifen hier ein bisschen breiter oder schmaler, je nach Größe. Und hier unten nimmt man dann halt wieder entsprechend zu. Das heißt, die Mitte könnte sich je nach Größe ein bisschen anders aussehen. Aber ist anpassbar. Und die Anleitung findet man bei dir im Shop, ne? Später ja. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, das so zu beschreiben, dass man es auch versteht. Oh. Ja, es ist von den verschiedenen Größen hier, aber man kann mich ja anschreiben und fragen. Aber die mache ich demnächst fertig, die Anleitung. Ja. Vor Beginn Darf der EM. ich weiß gar nicht, wann die Darf genau beginnt, aber ja. Beginnt die nicht im Juni? Ich glaube schon. Am Doch. 14. Juni ist das erste Spiel. Ja. Juni, also bis Juno. dahin bin ich aber fertig. Naja. Ja, das kreuzt sich doch irgendwie mit Paris, mit der Tour de France, oder nicht? Die Tour de France endet dieses Jahr erstmalig nicht in Paris, weil das sich kreuzt mit der EM. Nee, mit Olympia, oder? Mit Ja. Olympia. Mit Olympia ist es, genau. Ja. Ja. Ja, mal große Sportereignisse. Alles zusammen. Sieht man mal, wie toll, dass die planen können. Ja. Ja. Marion, Ja. was ist eine Hutschnur? Ich kenne das nur als Sprichwort, aber ich weiß nicht, was eine Hutschnur ist. Das ist hier innen drin, habe ich praktisch die letzte Reihe mit reingehäkelt. Das ist einfach nur ein Draht, ein Ja. Plastikdraht, der ein bisschen steifer ist oder so. Ja, Ja, ein Draht. als Ja. Vergleich könnt ihr das, fühlt sich's an wie ein Seil von einer Stricknadel, oder Marion? Ja, genau so. Ja. Ja, genau. Das ist hier Aha. so ein Seil, den kann man praktisch auch ranmachen, so ein Stricknadelseil. Was Das ist, ist fühlt nicht sich der ähnlich an, ein Stricknadelseil, bisschen steifer. würde ich sagen. Bitte? Bitte? Das Stricknadelseil ist zu teuer, um es da reinzupacken. Ja. Ja. Das stimmt, ich habe 45 Meter für ein paar Euro gekriegt, da Ja. muss ich noch viele Hüte machen. Und die Enden, die kann man dann mit quetschen, oder? Da sind zwei, da sind Hülsen dabei. Und die steckt man die Enden rein und quetscht die zusammen mit der Zange. Ist Noch eine nie. ganz einfache Geschichte. Andrea, kannst du dir ruhig mal bestellen. Also ich kenne Und jetzt auch noch. kann man das nur für Hüte brauchen? Das ist, um die Brei also um die den Umfang beizubehalten, wenn ich es Also, recht verstehe. nein. Nee, schöner tatsächlich Reifrock. nicht. Dass es stabil bleibt, Ja, außen Rand. genau. Absi. Ihr kennt doch diese Korallen, diese Buschbüschel, die bei Don Loop auch dran sind. Und die habe ich mal gesehen, da haben die riesengroße Lampen mitgemacht. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, ganz am äußeren Rand haben die so eine Schnur reingebastelt, weil die stehen so schön, so groß auseinander. Ich habe aber jetzt kein Foto da, da müsste ich mal suchen. Aber da haben wir schon mal drüber gesprochen, ne? Ja, über diese großen Spiralen, die so dekomäßig auch von der Decke hängen. Da Ja, kann man genau. außenrum in der letzten Reihe diese Hutschnur reinhäkeln, also mit der letzten Reihe umhäkelt man das und dann hat es halt. Ja. Also es fällt dann nicht so runter, wenn es. Also Genau. die Spiralen, die fallen ja eigentlich so. Ja, Und genau. mit einer Hutschnur besteht die Gefahr nicht, dass es überklappt. Also es gibt, ja, Richtig, ja. ja, Okay. ja. Also ist das etwas, das man eher für Basteleien braucht oder kann man das auch für andere? Ja, guck. Wenn du jetzt mal hier einfach schaust,
das hier, wenn ich das ein bisschen ziehe, dann ist da ja auch hier die Spannung drin, hier. Das ist ja jetzt diese Stricknadel. Und so kannst du dir das vorstellen. Das ist Okay. praktisch das gespannt ein bisschen. Ah. Und für was brauchst du das außer eben Basteleien oder einen Hut? Bisher noch nichts. Das habe ich nur Hut? dafür gebraucht. Ja. Müsste ich mal überlegen. Vielleicht fällt mir noch anderes an. Ja, es Ich kenne ist jetzt für nur alles was. so eine Hut. Entschuldigung. Diese Deckchen, die man da ja so häkelt, da bleibt's ja so liegen. Ja, also ich kenne jetzt auch keine 20 Anwendungsbeispiele, aber es ist, wenn man es da wie beim Hut, macht es halt aus dem Hut so ein richtig Entschuldigung. stylisches Teil, weil es einfach dann in Form bleibt. Man könnte ja sonst beim Hut diese Form, dass es eben auch Schatten spendet, nur erzeugen mit ganz extrem steifer Wolle. Und dann wird das ja, dann ist es kein Sommerhut mehr, dann ist es einfach zu schwer. Deshalb fand ich das jetzt so gut, dass man quasi mit 100 Gramm, Bobbel besteht ja aus 50-50 Baumwolle, und dann hat es einfach einen Wert, dass man es gut tragen kann, ohne dass dieser Hut zu schwer wird und spendet Schatten. Finde ich eine richtig tolle Idee. Ja. Ich hätte noch eine Anwendungsmöglichkeit für Andrea und Dominik. Wenn ihr noch mal so eine Hasendame macht, dann macht doch mal eine Tänzerin, so eine Balletttänzerin. Und an dem Röckchen außenrum, da könnt ihr das auch dran machen. Genau, das ist eine gute Idee. Wie ein Tütü. Genau, ein Tütü. Mir fällt schon was ein, seht ihr? Ja, siehst du? Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass diese Lampions gut damit aussehen. Diese gehäkelten Lampions, die man, wo ja sonst eigentlich Metallringe für benutzt werden. Bestimmt. Ach, dass du gar keinen Metallring brauchst. Richtig, genau. Ah, jetzt, ja, okay. So langsam komme ich auf den Trichter. Ist das nicht, ist der Draht dann nicht zu schwach? Ja, das habe Nein. ich. Das müsste man beim Lampion ausprobieren, Ja, wie ich der sich hab's. dann aushängt, ja. Wenn ich jetzt hier eine Lampe drunter mache, so wird die dann hängen. Ja, das ist dann schon zu schwach, ne? Ne? Aber Ja, man kann es ja dann noch ein brauchst du bisschen nur in spannen. der Mitte noch mal eins rein und vielleicht ganz oben im Ring. Das stimmt. Man kann ja mehrere reinmachen. Ja. In Abständen. Ja. Oder einfach doppelt nehmen, das geht bestimmt auch. Auf jeden Also die Hutschnur Fall ist doppelt es. nehmen. Okay. Bitte? Die Hutschnur doppelt nehmen. Ja. Ja. Ja, das ist wie vorhin auch bei den Lampions. Weil die Das gibt es geht mir wieder wirklich über nur die im Zeit. laufenden Meter. Ja, Marion, wie viel sind auf einem Ring drauf? Also die gibt es auch in kleiner, da kostete 10 Meter 8 Euro und dann habe ich mich für den 45 Meter entschieden für 10 Euro. Aber es ist auch schon eine Zeit lang her. Ja, aber 10 Meter ist ja auch schon, wenn du von einem kleinen Gebinde sprichst, sind ja 10 Meter auch schon ordentlich, Das ja, wären 10 Hüte, ne? da kann man so manchem auf die Hutschnur gehen. Damals für die 10 Meter entschieden, weil die 45 Meter waren mir dann doch zu. 45 Meter ist schon eine ganze Menge, ne? Ja. Es Also, häkeln doch manche an Weihnachten solche Glöckchen an Weihnachtsbaum. Da könnte ich mir das auch gut vorstellen, dass man die dadurch verstärkt, ne? Oder die Ja. Engelchen unten Ja. und die Ein Kleidchen. Reifröckle, so wie die Marianne meint, im Tütü. Genau. Wäre dann auch nochmal eine gute Variante. Ist Genau. das Sprichwort bei euch jetzt einem jemandem auf die Hutschnur zu gehen? Ist das euer Ja. Sprichwort? Was Ja. heißt Da das, geht auf mir die die Nerven gehen? Hutschnur hoch. Oder mir geht die Genau. Hutschnur hoch, genau. Also das ist, jemand ärgert euch. Ja. Ja. Aha. Bei uns heißt es, mir platzt gleich die Hutschnur drum.
Nee, so. Mir platzt gleich der Kragen. Ja, genau. Bei mir war das heute das Statistische Landesamt. Die haben mich heute zur Verzweiflung gebracht. Idee. Scheinbar trifft es jedes Jahr oder alle 10 Jahre 100 Bundesbürger, die eine Befragung müssen durchführen. Und zwar müssen sie das 4-mal hintereinander. Also das reicht nicht, dass man das einmal alles für alle Hausbewohner ausfüllt oder alle Familienmitglieder, sondern sie müssen das 4-mal machen und man startet da jedes Mal wieder von Neuem. Und das, sie hat mich heute gefragt, ob ich von zu Hause aus arbeite. Dann habe ich gesagt, ja, wenn man mich lässt. Bravo. Bravo. Diese Statistikmeldungen sind furchtbar. Ja. Und man kommt da nicht, also man würde da echt bis zur Gefängnisstrafe. Also man kommt da nicht davon weg. Das hat ja, also das war jetzt die dritte Befragung. Das heißt, die erste, die war, also auf jeden Fall ging es meinem Mann noch richtig schlecht. Die Mama war gerade gestorben und die kommen mit ihrer blöden Befragung. Und ich hatte sogar, mir fehlte der Sinn komplett für diese Befragung. Und ich wollte dann auch auf stur stellen, ne? Einfach sagen, kann ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht. Also ich hätte eher einen Betreuer bekommen, der mir das ausfüllt, als wie das, dass sie gesagt hätten, okay, an der Familie lassen wir jetzt den Kelch vorübergehen. Und da, ihr habt ja so wenig Bewohner in Deutschland, die zur Auswahl stehen. Nee, da ist einfach den es halt trifft, ne? Der muss dann da dran glauben, ja. Haben die da angerufen? War das telefonisch? Bitte? War das telefonisch? Nein, da kriegst du Briefe und da kriegst du auch recht schnell eine Mahnung. Und zwar alle Hausbewohner. Und dann musst du das entweder online ausfüllen oder du musst ihnen anrufen. Ja. Und das dauert richtig lange. Also die Erstbefragung ging über eine Stunde. Oh wei. Ja, ja. Und das ist noch kostenpflichtig, ne? Da alles wissen, wie groß dein Haus oder Grundfläche oder was? Nee, es geht eher darum, wie viel wohnen im Haus, welche Arbeit gehen sie nach, welche Berufsausbildung, welche schulische Ausbildung. Boah. Strecke zur Arbeit und dann nehmen die eine Woche raus. Also ich wurde heute befragt zur Woche im Februar, eine ganz bestimmte Woche. Beim letzten Mal war das dann gerade eine Woche, da war ein Feiertag drin. Dann kannst du nicht sagen, dass du in dieser Woche 40 Stunden gearbeitet hast, sondern 32, weil du täglich im Durchschnitt 8 Stunden und dann ziehen die dir die, also es wird dann alles ganz genau aufgeführt und das für alle, also bei uns wohnt ja der Sohn oben im Haus und die Tochter, für alle Familienmitglieder wird es separat aufgeführt, wird dieser Feiertag dann abgezogen, weil die Woche lässt sich auch nicht verschieben. Also die hat mir jetzt schon für die vierte Befragung die Woche genannt und da sind wir alle zusammen auf Familienurlaub und ich habe dann gesagt, ob sie die Woche nicht verschieben möchte, weil das ist ja sowas von Quatsch. Dann müssen wir quasi angeben, wir haben nichts gearbeitet in dieser Woche. Das ist, an dieser Woche lässt sich nichts verschieben, die ist in Stein gemeißelt. Also, aber das ist doch gut, dann bist du schnell fertig. Ich hoffe. Aber wenn das die Urlaubswoche ist. Ich kann da manchmal recht schlecht mit dieser sturen Verwaltungsgeschichte kann ich da recht schlecht manchmal umgehen, dass man da nicht flexibel ist. Ja, aber
Ich weiß Ja, auch erwarten nicht, wo das Sie zu viel von unserer Bürokratie. Flexibilität ist nicht Ihre Markeneigenschaft. Nein. Ja. Ich hab ganz kurz überlegt, ob ich sie fragen soll, ob sie ihren Job gerne macht, aber dann habe ich gedacht, nee, sie arbeitet ja auch, aber und sie hat und es ist ja auch, ich will ihr ja den Sinn nicht nehmen von diesem Job, aber ich habe keinen drin gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ja, schließt sich mir an, ja. Was wird denn Blöd da wär's zur gewesen, Grunde wenn sie gelegt? auch so hätte. Bitte? Was wird denn da Blöd zur wär's. Grunde? Evelyn, Bitte. Blöd wär's gewesen, wenn sie ja gesagt hätte, ne? Ach so, ja genau, dann hätte ich wieder mit umgehen müssen, gell? Ja, genau. Ja. Ja, manche Leute haben halt Spaß dran, andere auf den Zeiger zu gehen. Ja, das war, ist ja nicht gewählt in dem Fall, ne? Das ist halt ihr Job, aber ich bin jetzt froh, wenn es noch einmal diese Umfrage kommt. Ich arbeite das dann ab, braver Bürger. Und dann hoffe ich, dass es mich in diesem Leben nicht mehr trifft. Weil das ist wirklich relativ selten, ne? Andrea, du hast vor eben so genickt. Ist dir das schon mal passiert? Ja. Dann weißt du, von was ich rede. Ja. Hast du einen Sinn drin gesehen? Nein. Okay. Also ich persönlich, ich war einer der Hausbewohner, ne? Okay, das heißt, du musstest die Angaben gar nicht machen. Sie wurden über dich gemacht. Genau, aber ich musste es ausfüllen, weil es war, mein Vater ist über 80 Ja. und versteht gar nicht, was da drin steht, ne, in Das diesen. verstehe ich auch nicht und bin noch keine 80. Ja. Und dann, ich frage mich dann auch, warum sie denn so Leute raussuchen, ne, mit 83 oder 85 oder so. Sollen sie doch mal einen nehmen, der 22 ist. Ja. Naja, gut, der hat kein Haus. Und arbeiten gehen die ja meistens auch nicht, aber. Jetzt so auch nicht. Also ich weiß, bei der ersten Befragung habe ich echt ganz, ganz arg darum gebeten, dass man uns jetzt befreit in dieser Situation. Und es ging nicht. Also ich habe auch bemerkt, sie würde es gern machen, aber es geht nicht. Nee, die sind Also da, das ist keine Sturheit, das ist echt ja, es geht nicht. Bürokratie und Ja. Ich bin ja eine gelernte Verwaltungsfachangestellte. Ne? Ich habe ja bei uns beim Landratsamt gelernt. Und manchmal tut mir das gut, dass ich verstehe, wie die Uhren da ticken, ne? Dass man da den Weg gehen muss, ob man das jetzt immer so einsieht oder nicht. Aber man muss ihn eben gehen. Man ist ausführendes Organ. Ja. Und deshalb, ich denke, es war gut, dass ich mich für die kreative Schiene entschieden habe. Gut für die Verwaltung oder gut für dich? Ich sag jetzt ganz großspurig gut für euch. Natürlich auch. Mit ganz viel Selbstbewusstsein. Aber als ich auf dem Landratsamt war, damals war die Zeit der Volkszählung. Das erinnert ihr euch an, Furchtbar. an den Vorgang habe ich mich heute erinnert. Das war ja auch so eine Geschichte. Da musste man damals von Haus zu Haus und ist genau immer solchen schlecht gelaunten Leuten begegnet, wie ich heute eine war. Aber man musste es eben machen, Ja, ich habe mich damals königlich amüsiert. Unser ältester Sohn war da, glaube ich, 3 Jahre alt. Und dieser Umschlag, der dann mit dem ganzen Fragebogen kam, war adressiert an unseren 3-jährigen Sohn. Der ja. Haushaltsdirektor. Auch gut. Und daraufhin habe ich dann, als sie dann gekommen sind, um den abzuholen, dann habe ich gesagt, tut mir leid, mein Sohn kann den nicht ausfüllen, der kann noch nicht schreiben. Der ist auch als Haushaltsvorstand, der geht noch nicht zur Schule, der ist erst 3 Jahre alt, und habe den nicht ausgefüllten Bogen in die Hand gedrückt und die Tür wieder zugemacht. Und es hat geklappt. Ich habe nichts mehr gehört. Okay.
Der Die wollen Pille unterlaufen. Weil er es nicht ausgefüllt hat. Ja, es gab ja damals auch so Geschichten, dass sie diese Bögen im Mülleimer gefunden haben auf der Straße. Weil auch die zählen mussten, haben da auch nicht immer den Sinn dahinter gesehen. Ne? Das waren Ja, ja klar. auch Leute, die verpflichtet wurden an dieser Volkszählung, also das zu machen. Ne? Also Ja, ja, nicht nur ja. auszufüllen, sondern auch die Zählung durchzuführen. Ja, genau. Die sind also Ja. gekommen und wenn, also nicht hingeschickt hat, das sind die ja dann gekommen, um eben mit dir dann den Bogen auszufüllen. Ja. Naja. Also Immer wieder, wenn sie, immer wieder, soweit zur Hutschnur. wenn sie ein paar Geburtsurkunden versaubeuteln, dann gibt es wieder eine Volkszählung. Okay. Ja. Ja. Das bleibt spannend. Selbstbestimmung. Das war doch dann das Ergebnis des Widerstandes gegen diese Volkszählung, dass man also ein Recht hat auf seine eigenen personenbezogenen Daten, dass man die Ja. nicht preisgeben muss. Ja, da gab es viele Diskussionen. Ja, das war dann ja vom Bundesverfassungsgericht, wenn das urteilt. Ja. Aber personenbezogene Daten, kann ich euch mal eine kleine Story erzählen. Ich bin ja aufgrund dessen, dass ich meine Eltern pflege, bin ich ja Sozialhilfeempfänger, ne? Weil ich ja außen nicht auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehe. Und ab einem bestimmten Pflegegrad, also ab Pflegegrad 4, bist du aus der Vermittlung raus. Also du brauchst keine Bewerbung mehr schreiben und so weiter, keine Gespräche groß führen und so. Und jetzt wollten die Nachweis haben über den Pflegegrad meiner Eltern. Jetzt habe ich den Schein hingeschickt, wo drauf steht: Sehr geehrte Frau, für ihre Sie als Bevollmächtigte für Frau sowieso, teilen wir Ihnen mit, dass sie ab ersten so und so dass sie Pflegegrad 5 hat, und alles andere, was da drunter war, habe ich mit so einem Datenunkenntlichkeitsroller. Hat sie mir gesagt, sie möchte bitte das richtige Original haben. Nö, sag, warum? Sie wollten wissen, was für ein Pflegegrad sie hat, und alles andere geht sie in feuchten Kehricht an. Schon mal was von Datenschutz gehört? Und da sagt die zu mir: Wenn Sie Geld von uns haben wollen, sind Sie verpflichtet, mitzuhelfen. So habe ich getan. Ich sage, dann zeigen Sie mir ein Gerichtsurteil oder schicken Sie mir, weiß ich nicht, irgendjemanden, der rechtlich dazu befugt ist, das einzusehen. Ich sage, von mir kriegen Sie nichts weiter. Sie wollen den Pflegegrad wissen, der steht da drauf. Alles andere hat Sie nicht zu interessieren. Da kam auch nichts mehr. Ja, hätte Wahnsinn. mich gewundert, wenn da noch was gekommen wäre. Ja. Also Ja. die wollen zwar ihre Macht, die sie ja haben, angeblich, ausüben, aber wenn sie dann eben Kontra kriegen, haben sie manchmal und oft sehr schlechte Karten. Ja, genau, bei mir sowieso, da beißen sie auf Granit. Es gibt ja keine Begründung, es gibt Ja. ja keine Begründung dafür. Ne? Bis zur Info, Pflegegrad 5, bis dahin war es begründet, ne? Weil es ja dann um die Höhe geht vom Pflegegeld, das bezahlt wird. Aber ab danach gibt es ja Genau. kein berechtigtes Interesse mehr, ja. Ja, die wollten mich sehen, und ich war dann ganz, ich bin ja dann immer sehr direkt, weil ich trage ja mein Herz auf der Zunge, und habe dann zu ihr gesagt: Ich sage, wissen Auch Sie, richtig so. langsam nervt mich das. Ich habe so das Gefühl, Sie stellen mich als Schmarotzer hin, der freiwillig und gerne das Geld schnorrt. Denken Sie, meine Mutter ist vielleicht schon tot und ich habe es Ihnen nicht gesagt? Oder warum muss ich jetzt hier auf der Matte stehen? Das Ja, nun wird war an man. anderer Stelle geprüft, Andrea. Da wird immer wieder mal halbjährlich, je nach Pflegegradhöhe, geprüft, ob sie noch Ja, lebt. aber verstehst du, ich gehe dahin, das sind nicht mal 2 Minuten, ich gehe dahin, sage guten Tag. Keine Veränderung. Tschüss. Das war's. So, und Ja. dafür ist aber der ganze Tagesablauf bei meiner Mutter, die ja voll dement ist, total durcheinander, weil der nicht mehr so ist, wie sie ihn gewöhnt ist. Für diese nicht mal 2 Minuten. Ja, Da das kommen ist sie den halt. ganzen Tag nicht mehr parat, ne? Ja, das sind alles so, naja, gut, Unnütze Sachen. habe ich jetzt mal erzählt.
Ja, das passend zur Hutschnur. Wir können Genau. Hutschnurgeschichten einführen, immer so auf neue. Die Hutschnur ist mir heute im Netto hochgegangen. Was? Da habe ich Wieso? die Kassiererin gefragt, ob sie ihren Job gerne macht. Oh, war Ist ja. ihr gleich die Kinnlade runter. Na, ich kaufe immer für mehrere Familien ein. Habe also natürlich auch diese Trenndinger dazwischen. Und da war von dem, was ich haben wollte, etwas runtergefallen von davor. Ne? Also obendrauf hatte ich das gelegt und es war runtergefallen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, nee, sag ich, das gehört nicht mehr hierzu, das gehört zu dem anderen da. So, da musste sehr Filialleitung klingeln. Dann hatte der Ding den Daumenabdruck von der Filialleitung nicht genommen. Und da musste die dreimal kommen. Und ich habe das schon nicht verstanden, habe gegrinst innerlich, weil ich kann die Kassiererin sowieso nicht leiden. Da die hat immer Bullenbeißers Elli auf Gesicht aufgesetzt. So ganz schrecklich. So, und dann habe ich, was sie kauft, das kostet 2,99 und das stand dann auf einmal dreimal, habe ich gelesen auf dieser Kassenanzeige. Ne? Ich sage, haben Sie das jetzt auch richtig gemacht hier, sage ich, weil da steht jetzt, ja, das ist ja die Reibe, die Sie unbedingt noch haben wollten. Ich sage, Oi. ja, und wo ist jetzt das Problem? Und dann hat sie nochmal in meinen Korb gewühlt. Ich sage, ja, hier gucken Sie drei. Ich sage, ja, wie auch wollen Sie das jetzt noch wiederholen? Und dann war Katzenfutter, hatte ich extra in dem Korb sortiert, pro Sorte übereinander und sie rammelte alles auseinander. Ich sage, ja, da sind rohe Eier drunter. Da schielte sie mich schon über ihren Brillenrand so an. Ich kann mir sowas nicht verkneifen, denn ich weiß nicht. Ja, das ist ja richtig so. Ich finde sowas Und gut. dann sage ich, aber Sie brauchen da nicht kontrollieren, ob das jetzt mit den 2,99 ich sage, guck dann den Zettel durch und komm dann nochmal hier rein, sage ich, und halt dann die ganze Schlange auf. Das ist dann sicherlich sinnvoller. Und dann machte sie gar nichts mehr, sie saß nur noch so da und guckte mich an. Ich sage, haben Sie jetzt einen Schlaganfall? Andrea. Naja, weil die guckte mich an, die Feuer. sagte nicht mehr Mu, nicht mehr Meh, die blinzelte nicht mehr, gar nicht mehr. Die hat mir richtig, also ich hatte richtig, richtig einen Schock gekriegt im ersten Moment, ne? Und dann sage ich, sie machen ihren Job gerne, ne? Ich sage, man merkt diese Euphorie, diese Lust und Laune, die mir so entgegenspringt, wenn sie hier hinter der Kasse sitzen, sagt, das reißt mich regelrecht mit. Ah, ich bin jetzt richtig gewillt, hier nochmal dreimal mit meinem Wagen hier durchzufahren und noch Ware zu kaufen und bei Ihnen an der Kasse kassieren zu lassen. So inspirieren Sie mich. Wenn die gewusst hätte, dass du hier der Hauptzähler Die verschwindet nächstes Mal gleich, wenn du kommst. Wenn die dich sieht, dann geht Ja. es gleich. Ich werde, wenn Also sie kennt. wir brauchen dringend eine Anleitung für vor dem Einkaufen und nach dem Einkaufen. Also Entspannungsgeschichten, Vorbehördenbesuche und Nachbehördenbesuche. Ja. Wir nennen das dann auch entsprechend, also einfache Anleitungen nennen wir dann den Behördengang. Da hätte ich Sie schon alles eben. ins Pferdeband. Genau. Ja, oder man müsste den Kassierer vielleicht stricken oder häkeln beibringen. Ja. Ja, vielleicht sollte ich jetzt nächstes Mal ein Ferrero-Küsschen hinlegen. Genau, probier es einfach mal so. Einfach mit ganz anderen Karten. Schau Oder mal, was er reicht. positive Verstärkung. Genau. Ich sehe auch mal, sie, dass du ein weiches Herz hast. Vielleicht hatte sie auch gerade an diesem Tag eine Befragung vom Statistischen Landesamt und war Meine Tochter hätte jetzt. deshalb Meine Tochter ist ja dann noch ein Zacken schärfer, aber das kann ich jetzt hier nicht so sagen. Also sie ist noch ein Zacken schärfer, denn in solchen normalerweise. Sachen, die erzählt dann Aber noch andere Sachen. meine Tochter sieht es so, dass man, also wenn jemand völlig bescheuert überholt, dass man denkt, also dem gehört doch hier, Nee. dann sagt sie, bestimmt hat der eine schwangere Frau im Auto und muss ganz dringend ins Krankenhaus oder er hat einen Anruf bekommen, dass er ganz dringend irgendwo hin muss. Und so reagiert sie sich ab. Also ich finde die Positiv Methode denken. richtig gut, sogar wenn man das schafft,
dass man denkt, er hatte bestimmt seinen Grund dafür. Und damit möchte man ja dann nicht tauschen. Ne? Wenn man im Auto sitzt, muss ganz schnell irgendwo hin. So, das war das Wort zum Dienstag. Jetzt aber, lasst eure Hutschnüre hochgehen. Aber ein Ferrero-Küsschen ist auch eine gute Methode. Ja, da gibt es auch noch eine schöne Geschichte zu. Zum ja. Ferrero-Küsschen? Zu so einem Küsschen, ja. Na, hau raus. Ich schick das euch mal rum. Da gibt es eine ganz süße Geschichte, die man dazu vorlesen kann. Okay. Ja, geht denn zu viel? Ja, allein kann ich mal das Mikro haben. Beim nächsten Mal bringe ich euch das mit. Das ist der Moment, in dem ich bedauere, dass Ferrero-Küsschen nicht durch den PC kommen. Ja, genau. Ja, auch mir. Es wird nur die Geschichte dazu sein. Du machst ja Schokolade immer kaputt. Ja. Warum beißt sie rein, oder was? Nein, die Mario, die Andrea hat mir eine Tasse geschickt. Und da stand ganz toll außen auf der Packung, also nochmal danke, Andrea, denke ja, gerne. Tätig an dich. Da stand, lieber Postbote, pass auf, hier ist... Bitte wirf mich nicht, bitte schmeiß es nicht. Quetsch mich nicht. Und ich habe geschüttelt und es hat da drin geklappert und geklappert. Und dann habe ich ein Video von gedreht, damit ich schon mal raus bin, ne? Dass wenn ich das Paket aufmache. Aber dann war da innen drin ein Schoko. Es war da innen drin. ein Schokohead. Und dann habe ich eben der Andrea ein Video gedreht. Da habe ich das Häschen hingelegt und so ein bisschen Entspannungsmusik und das Häschen und habe dann ganz plötzlich mit der Faust. War doch auch in deinem Status drin. Weil das habe ich doch auch gesehen, wo du auf das Häschen haust. Das habe ich dir geschickt. Das habe ich nicht in Status geschickt. Ja, dann hast du mir. Ja, also, nee, das ja. Das machen wir nur unter uns. Das ist, würde sie ja ihre brutale Seite der Öffentlichkeit preisgeben. Weil hier guckt ja keiner zu weiter. Genau. Also. Ja. Aber da kannte ich von ihr auch noch nicht diese Seite, dass die so rabiat ist. Also wir haben als Kinder wirklich immer die Schokoladhasen geschlachtet. Erinnert ihr euch noch an diese roten Zuckerhasen, die so, das war so Zuckergebilde. Ja. Die haben ja scheußlich geschmeckt. Ja. Es gab immer so einen roten und so einen Schokohasen. Mhm. Wenn wir die geschlachtet haben, stand immer eine von den Schwestern ganz oben auf der Treppe und eine ganz unten. Und dann wurde der die Treppe runtergeschmissen in der Zellophantüte. Und dann war er in Stücke und so wurde der geschlachtet. Anteil. Ja. Ach, dann reut es einem nicht, irgendwo reinzubeißen. Ja, genau. Weil ich hätte meine Schokohasen, wenn ich mal bekomme, nie, weil sie mich einfach dauern. Ja, als Kinder da, wir hatten ja nichts. Es war ja nicht so, dass man da zu Ostern weiß Gott was bekommen hat, sondern man hat eben diesen Schokohasen bekommen und zwei Eier. Ja. Ja, und das war es dann und es war ja auch okay. Und den Zuckerhasen, der stand an Weihnachten noch, weil den hat keiner gern gegessen. Das waren ja auch so Plumpezieher, ne? Aber den Schokohasen, den haben wir ausgiebig geschlachtet. Und da habe ich mich dran erinnert, Andrea, als ich dir das entspannende Video schickte vom Häschen und dann... Ja, ich war noch am Lesen, was da stand und hörte die Mucke so und auf immer... Brutal. Okay. Gut. Also ich hatte ein erfreuliches zum Einkaufen.
Bei uns gibt es ein, wie sagt ihr dem, man kauft Lebensmittel, Blumen und auch ein Grill und solche Sachen da drin. Supermarkt. Wie sagt ihr dem? Supermarkt. Supermarkt. Okay, ein Supermarkt, gut. Und der größte Teil sind dort die Eigenscan-Kassen und da steht immer eine Wachfrau. Und die habe ich noch nie mir gegenüber unlustig, unfreundlich und kommunikativ erlebt. Die kommt immer, erzählt, was heute alles an Scheiße gelaufen ist, welche Artikel wieder mal nicht in der Kasse gespeichert sind. Und der schenke ich ab und zu mal einen Schokoriegel, sie liebt das, aber die war noch nie, nie gegen mich irgendwie unfreundlich. Jedes Mal, wenn ich komme, nachmittags, uhu, und dann wird gequasselt und rumgesprungen und gealbert. Da guck Obwohl mal, die. Andrea, es geht auch so. Na eben. Ich wollte sagen, es gibt auch positive Erlebnisse manchmal. Ja, aber ich war Ja. ja nicht schuld. Die fing Nee, ja an. ja, Es geht gar wissen nicht darum, wir, ob wie du du da Schuld hast rein oder bist? nicht. Es geht um die Verkäuferin, die einfach, die hat Plausch an ihrer Arbeit. Sie liebt es, diese Wache zu schieben, wo sie zwischendurch nochmal, wenn nicht so viele Leute sind, etwas verpacken muss oder einordnen. Aber sie liebt das und das merkt man. Ja. Und ich Aber liebe wenn man es, sie dann drei, sarkastisch zu viermal sein. betrogen hat, also sie merkt, dass Leute versuchen, was zu schmuggeln, dann wird sie giftig wie nur wie ein Gartenzwerg. Ja. Ich Ja. liebe ja Grundsätzlich ein Sarkasmus. Ja. Was Was sagst du, meinst du, mein? Marianne? Die armen Gartenzwerge müssen wieder herhalten für alle Mögliche. Diskriminierung. Also Andrea, dann versuchst du mal diese Woche Neustart mit einem Ferrero-Küsschen und Oder einen neuen Gartenzwerg. Supermarkt suchen. Ja, du, Supermarkt, habe ich genau. schon überlegt. Habe ich schon überlegt, ob ich nicht in einen anderen gehe. Also trotzdem im Netto, weil meine Katzen fressen nur das Futter aus dem Netto. Ja, Komischerweise. da Aber kannst gibt du es für die nicht? gute Stimmung sorgen. Tut dir Gibt's ja da nicht selbst auch nicht gut. verschiedene Filialen auch von Netto? Die Bitte? gibt's doch in der. Vom Netto gibt es doch ganz viele so Filialen, oder wie sagt ihr Ja, denn? das ist der gelbe Netto oder rote Netto, gelb mit roter Schrift. Genau. Nicht der Rote. mit Den dem gibt ja auch schwarzen einen Hund. Ja, Strom. den gibt es mehrmals bei mir hier. Also ich könnte auch woanders hingehen. Aber da ist halt meine Packstation und da habe ich, weil ich ja Aha, wenig okay. bestelle, war da natürlich ein Päckchen, zwei Päckchen waren da drin und ja. Wirklich angeboten. Und an die Genau. Packstation muss sie ja öfters mit dem, was die bestellt. Da muss sie ja öfters an die Packstation. Guck mal, könnt ihr das sehen? Hat sich gefüllt. Naja. Habe ich vorhin schon gesehen. So viel Platz habe ich gar nicht. Wer war eigentlich diese Woche dran, die Dominik zu fragen nach dem Paisley-Schal? Der liegt noch bei mir. Der liegt, da kann ich nichts dafür. Ich kann euch erzählen, dass ich der Dominik die Sachen zurückgeschickt habe, die in der Maschenwelt veröffentlicht wurden. Aber eigentlich wollte ich ihr den Paisley-Schal zurückschicken, weil sie ihn unbedingt fertig stricken möchte. Und ich dachte, okay, dann schicke ich alles andere, was noch zur Dominik gehört, auch zurück. Und ich habe alles andere zurückgeschickt und der Paisley-Schal, der liegt noch hier. Also die Ja, Ursache des Dominik. Paketes. Das ist ja mal eine gute Entschuldigung. Ja, du, Veronika, lass dir nur Zeit mit dem Schicken. Also es eilt gar nicht, gell? Dominik. Sabrina, lass es ganz langsam durchlaufen und sprich dazu. Ja, ich versuche es. Das ist ja auch nun mein erstes Mal. Also, hier fängt er an. Und also die erste Wolle habe ich schon verbraucht. Also ich habe jetzt gerade die zweite. Jetzt Yes. schon. Super. So weit bin ich noch gar nicht. Ich habe Du nicht hast mal jetzt die. fehlerfrei gestrickt während des Zoom-Meetings? Nein, ich habe einmal nochmal zurückgeribbelt, eine Reihe, und jetzt die ganze Zeit, ich bin jetzt 3 Wochen bei.
mit Pause und so. Und da habe ich auch ein paar Mal wieder aufgeribbelt, weil dann eben halt Maschen fehlen und Reihen fehlen. Und also. Der hat schon in sich. Also der ist schon. Ja. Ja. Da muss man sich richtig konzentrieren. Ja. Also ich habe die Farbe 4 und die Farbe 3. Elkes, sind es die gleichen Farben, wie du hast? Nee, ich habe das Rot. Ah. Also, und diesen, was ist das, Mai? Nee, ich weiß es nicht. 5? Mai ist grün? Nee, nicht grün. Das cremefarbene, mit was ins Beige geht. Das ist dann der März, auch die 3. Die 3, ja, und das knallige Rot. Ja, dann, und du hast Pink und 3, Sabrina. Ja. Ja. Schön. Irgendwie ist die 3 auch sein muss, dünkt mich, damit es den Effekt von diesem Muster hat. Bitte, ich habe den Anfang nicht verstanden, Babsi. Das ist ja irgendwie ein alteingesessenes Muster, diese Tropfen. Mhm. Und da dünkt mich, die 3, die muss rein. Das ist die Farbe, die dazugehört. Ja, also das Ursprungstuch, was ja die Friederike Seiler-Schulz in mit Jacquard-Technik gestrickt hat, war auch die 3 und die 12. Was habe ich denn? Die 12 und die? Und die, das Grün, das, die Farbe von der neuen Farbe, die 15. Ah ja, die 15, ja, genau. Ja. Aber auch so ein abgedecktes, so ein abgedeckter Ton zur 12, ja. Ja. Gut. Ja, das ist schon echt eine Herausforderung. Ja, also Sabrina, dass du als erstes Double Face Modell den Paisley, das Paisley-Tuch wählst oder den Schal. Elke, ist es bei dir aus? Erst? Ja. Ja. Was machst du denn bei... Ja, das aber ist das erste Mal. Und ich habe es am Anfang, keine Ahnung, 4-mal, 5-mal aufgemacht, bis ich unten diese Spitze ordentlich hatte, weil das ja das Tuch ist und nicht der Schal. Und dann habe ich rumgetüftelt, bis mir das endlich gefallen hat mit dem Rand. Das gefiel mir nicht, weil ich keine Lust hatte, irgendwas hinterher dran zu häkeln. Das ist sowas wie Pullover zusammennähen oder halt eben diese Quadrate von der Decke zusammennähen. Sowas finde ich furchtbar. Oder Fäden vernähen, sowas. Das sind so Arbeiten, die sind für mich total verhasst. Und es würde ja auch dem Sinn vom Double Face, also den Vorteil vom Double Face, voll widersprechen, wenn du da noch eine Kante dran häkelst, ne? Ab dann hast du ja eine Vorder- und eine Rückseite. Das, ja. Ja, aber beim Häkeln sieht das doch sowieso, finde ich, eigentlich eher, aber das ist ja, bei dem Tuch ist ja was dran gehäkelt im in der Anleitung. Ja, aber das ist ja nicht in Double Face gestrickt. Das ist ja in Jacquard-Technik. Ja. Und Jacquard rollt sich ja ein, wenn man es, das ist ja glatt rechts gestrickt. Und deshalb ist das umhäkelt, damit sich die Kanten nicht einrollen. Und genau das muss man bei Double Face nicht machen. Das ist ja der Vorteil vom Double Face. Ja. Und ich habe das tatsächlich vorher noch nie gestrickt. Und ich habe gedacht, so... Nee, ich wollte, und dann war ja die Anleitung war ja gar nicht in Double Face. Ja. Yeah. Die war ja nur, also, genau. Ne, so. Und dann habe ich gedacht, okay, dann, weil der Schal in Double Face war, habe ich gedacht, dann nehme ich mir noch die Anleitung von dem Schal, dann kaufe ich mir noch dazu, dann komme ich da irgendwie mit hin. Und dann war es aber, ja, dieses Umdenken, also ich habe es mir ja auch nicht umgemalt, so wie das einige gemacht haben, sondern ich muss das tatsächlich im Kopf machen beim Zurückstricken. Erstmal von der anderen Seite die Anleitung und dann noch die Farben umdenken. Ja. Und dann noch zum Meeting.
Ja, ich habe auch nur eine einzige Reihe gestrickt. Und die ribbelst du morgen auf. Und Veronika, ich wollte ja nur erwähnen, ne? Wir haben ja gerade mit Double Face angefangen. Und wer schickt mir die Anleitung vom Plaisley-Schal? Warst du? Ja, da hattest du aber den Scotty-Schal schon gestrickt. Nee, den habe ich auch nur angefangen. Der ja, mittlerweile. Ah ja. Aber du hast gerade das Härteste vom Härtesten genommen. Weil aber das ist wirklich schon eine Herausforderung. Also das ist, ja. Also man muss sich konzentrieren. Ja. Also das ist. Und eine Reihe habe ich jetzt hier gestrickt. Vom Rosentuch ohne Rosen, Marion. Wieso? Das sind doch Rosenblätter. Ja. Aber die Rosen fehlen. Ja, die Marion hatte doch das Tuch entworfen und wollte noch Rosen draufhäkeln. Ach, und ich habe gesagt, ohne Rosen gefällt es mir besser. Und dann hat sie mir es geschickt und nannte es Rosentuch ohne Rosen. Und hat eine mit einer Sicherheitsnadel dran gehäkelt. Und dann du war nicht nochmal eine Stola mit einer Monsterblatt unterwegs. Ja, das, die ist unterwegs. Die ist bei mir, die Stola, die ist fertig. Kannst du die mal zeigen? Die habe ich die griffbereit. Hm. Guck mal, mit der Messe. Ja, was damit zur Messe, der Messe, ja. Gezeigt. Ich guck mal, ob ich sie griffbereit habe. Ah. Also griffbereit kann sie nicht sein, wenn sie auch stehen muss. Nee, sie muss überlegen, sie war ja auf der Messe, es kam Ostern, sie musste ihr Gästezimmer ausräumen, nee, ins Büro, das Büro musste dann wieder freigeräumt werden. Ja, ne? Ja. Also. Aber da hat sie es nicht extra aufstehen müssen, wenn es nicht griffbereit ist. Und dann habe ich diese Woche diese schönen neuen Paint-Socks-Farben gesehen. Die hier haben seht ihr sie sehr gut voller Pracht. Wow! Mega schön. Ich sehe nichts. Ja, ich habe vergessen zu reden. Wusste ich nicht, dass man das machen soll. Was also ist das? Hier, mit welcher Wolle ist das? Hier ist das Monsterradtuch gestrickt von Marion Kemper, nach einem Wunsch von Marion Kemper, weil sie Monsterradblätter so mag. Und das ist die Vorderseite aus der Merino Silk Socks. Mm. Und das ist die Rückseite. Ja, das ist sehr schön, dass du das so zeigst, weil dann habe ich mal so einen Eindruck, wie das so fällt, wenn man so. Also das Tuch hat, Marion, hilf mir, 500 Gramm, gute 500 Gramm? Nee, 600. Ja, eben. Es waren ja drei von jedem. Du hast alle drei komplett verstrickt. Fast, ja. Ja. Also fast 600 Gramm. Ja. Und es ist mega weich. Aber das ist natürlich jetzt nichts, was man indoor einfach sich um die Schultern legt. Also das ist was für draußen. Oder eben dann im Winter so noch über den Mantel drüber. Ne? Mega schön. Ja. Und wie breit ist es jetzt geworden? Moment. Weißt du das? Ich meine, ich bin ja vorbereitet. Ja, ich habe gedacht, Maria wüsste das. Nee. Ich habe das nicht alles mehr im Kopf. 46 Zentimeter ist es breit. 47. Ja, knapp 50 waren es, ja. Ja. Und ich meine, 1,50 Meter lang oder so. Ist eine richtig coole, ein richtig cooles Teil. Und die Randmaschen, die sehen so aus. Also da wechselt sich quasi in jeder Reihe wechseln die Farben ab.
Ich stricke ja die Randmaschen so, dass ich eine grün und eine burgund abstricke und du hast sie. Erzähl mal, wie du sie gestrickt hast. Ich habe einen Eicord gemacht über drei Maschen und den immer abwechselnd in, also immer in der anderen Farbe. Ja. Also jede Reihe gewechselt die Farbe. Richtig. Okay, das sieht auch schön aus. Und sie ist fast 160 Zentimeter lang. Also schon ein Riesenteil, ne? Man könnte das natürlich auch mit nur zwei Blätter in der Breite machen. Hätte dann immer noch eine schöne Breite. Seht ihr das? Ja. Ginge auch. Hätte auch eine gute Wirkung, ne? Wenn jetzt jemand sagt, also 600 Gramm ist mir, ich möchte dann lieber einen Schal. Ja, das ist eine schön warme Stola. Ja, also sieht schon richtig stark aus, oder? Marion, wenn man die so hinhält, bist du selber begeistert, oder? Ja. Also es ist eins von den Teilen, wo man dann sagt, die Arbeit hat sich gelohnt, weil es Ja, war wirklich Arbeit. endlich mal ein Teil, wo die Arbeit hat sich gelohnt. Nee, ist wirklich, als du das mit den großen Blättern vorgeschlagen hast, ob ich da ein Zellmuster kann machen, habe ich gedacht, oh je, wie das wirkt, aber ich bin selbst begeistert. Ja. Gibt es das auch irgendwo? Wird irgendwo irgendwann auch geben, ja, aber noch, ich muss quasi noch ein Objekt suchen, wo es reinpasst. In die Genau. Maschenwelt. Pack's doch in die Maschenwelt. Pack's doch in die Maschenwelt. Wie gesagt, es ist jetzt seitemäßig einfach nur, habe ich es nur wegsortiert und muss mal schauen, wo ich es reinplane. Ja. Ihr werdet die Info wie immer im Newsletter bekommen. Das ist schön. Gut, Cool. gut, dass du danach gefragt hast, Babsi. Du hast dich daran erinnert noch. Weil es Ja. mich dann gefallen hat mit dem Blatt. Ja. Gut. Also es gäbe noch was Okay. anderes zu erinnern, das weißt du ja, Veronika. Bitte? Das gäbe ja sonst noch was zu erinnern. Oh, du hast noch was zum Erinnern. An Erinnern. dich, ja. Ja? Die zwei Schüsseln ineinander. Bitte die. Die zwei Schüsseln Die aufeinander. passen ineinander. Die passen ineinander. Jetzt stehe ich gerade auf Die dem Schlauch. Wollschale. Ach, Die die. Schale. Epoxidharz. Ah, Die. Ja, stimmt. Das haben wir Die ja auch. finde Aber das hat jetzt niemand gehört, weil die Nein. sind am Glockenstricken. Da seht ihr mal, wie schön ich Sachen wegignorieren kann. Die steht dahinter und ich habe die ganze Woche nicht beachtet. Nee, Du musst geil. dir nur schöne Socken entwerfen. Das ist eine Ja. gute Entschuldigung. Genau, und ich habe die Verlosung von den Büchern, ich werde ja 10 mal 5 Bücher verlosen in der Wuli Hacks Gruppe aufgrund dass wir 50.000 sind. Die erste Verlosung läuft ja morgen Abend ab und so wird es 10 Wochen lang jede Woche 5 Bücher geben. Die habe ich am Sonntag alle durchfotografiert und das ganze Gewinnspiel vorbereitet. Das hätte 3 Schalen gegeben, aber ich bin ja nicht dazu gekommen. Und die Dominik wollte ja die Socke auch noch von der anderen Richtung. Jetzt bin ich wieder schuld. Ja, schon Ja, okay. also immerhin, das muss ja auch gestrickt werden. Also hallo? Und jetzt machst du ja mit links, ja, aber hallo. Nein, ich brauche beide Hände. Gut. Also Hausaufgabe, Ideen für die Hutschnur. Sowohl mit der Nadel als auch im Alltag. Und ja, dann hat keiner mehr eine Frage, ne? Dann sehen wir uns wieder nächsten Dienstag. Lisa hat noch die Hand gehoben.
Ja? Lisa? Du musst, ja. Ja, ich habe eine Frage an die Marianne. Und zwar strickt sie die Jahresdecke, ja, glaube ich, mit der Silk Socks. Und ich hätte gerne gewusst, wie viel Material man dafür braucht. Kann ich dir noch gar nicht sagen, weil ich noch gar nicht so weit bin. Ich habe noch keine 100 Gramm je Farbe verbraucht. Okay. Ich habe allerdings nur so ein Stück. Also ich habe noch nicht sehr viel. Dann warte ich einfach ab. Naja, also ich lasse mich auch überraschen, wie viel ich im Endeffekt verbrauche. Das Einzige, was okay. Dankeschön. Dir das hilft, Lisa, die Dominik strickt ja mit der Silk Socks eine Babydecke, auch in Double Face. Und die haben wir auf 80 mal 80 Zentimeter ausgelegt. Und da werden es so zwischen 400 und 500 Gramm sein. Mhm. Das heißt, du wirst fast das Vierfache dann rechnen müssen. Wenn du deine Decke 1,60 breit möchtest, 1,60 hoch, 1,40 breit und 1,80 hoch, ja, genau das Vierfache. Wirst du ungefähr rechnen müssen. Ja. Okay. Also insgesamt, ne? Gut. Also ich habe schon mal länger die Silks, mit einem anderen Material gestrickt und da habe ich 1200 Gramm pro Farbe gebraucht. Pro Farbe. Also die Decke wiegt im Endeffekt 2,4 Kilo. Ja, das wird sie. Und welche Größe hat sie? 1,30 mal knapp 2 Meter. Ja. Also mit 1,40 mal 1,80 müssen wir das Vierfache rechnen und dann bist du bei knapp 2000 Gramm. Ja, ja. Und ja. Das wäre dann pro Farbe 1000 Gramm. Und die Silk Socks läuft wie so gewollt, 420 Meter. Naja, das war auch Sockenwolle, ne, mit der ich die Eindecke gemacht habe. Genau. Okay, dann weiß ich ungefähr Bescheid. Dankeschön. Ja. Ansonsten gäbe es die Möglichkeit, Lisa, dass du dir mal zwei Knäuel in deiner Wunschfarbe holst und ein Quadrat strickst und dann hättest du für eine Kissenplatte, ne? Also wenn du dich dann sagst, das ist jetzt doch nicht meins, dass du ich finde es halt immer schwierig, für eine Decke das komplette Material schon zu holen, ohne dass man es kennt. Also nur so als Tipp, ob du einfach mal Zweigknäuel holst und das Ganze ausprobierst und dann kannst du dir ja ausrechnen, wie viel du brauchst. Und ob es dir zusagt, ob die Farben so aufeinander passen, weil so eine ganze Decke ist ja einfach eine riesen Geschichte. Das soll ja nachher alles passen. Ja. Genau. Ohne hätte ich doch und wäre ich doch, ne? Ja. Gut. Danke. Sehr gerne. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Trefft gute Entscheidungen. Lasst euch nicht ärgern. Nicht, also nur was nötig. Und macht vor allen Dingen, was euch das Leben machen lässt. Bis bald. Tschüss. 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 Ciao.